So, wir würden anfangen pünktlichst. Das ist ganz toll. Alle sind da und haben das geschafft. Und ich sehe mit großer Freude, wie voll der Saal ist, wie groß das Interesse doch an dieser Veranstaltung heute Abend ist. Also herzlichen Dank, dass Sie alle den Weg heute Abend hier in die Schule gefunden haben, um mit uns zu diskutieren und sich zu informieren. Herzlich willkommen zu dieser Bürgerversammlung auf Einladung des Bündnisses für den Erhalt des Stärkrader Waldes. Mein Name ist Andrea Oster und ich darf Sie durch diesen sicher unheimlich informationsreichen Abend begleiten. Das kann ich Ihnen schon sagen. Dazu hat das Bündnis nämlich eine ganze Reihe von Experten und Expertinnen eingeladen. Der Oberbürgermeister ist da, Daniel Schranz, herzlich willkommen. Wie schön, dass Sie da sind. Vertreter der Ratsfraktionen sind da und auch der Stadtgesellschaft. Die Herrschaften sitzen dort an den Thementischen. Ist das Ziel, ein möglichst breites Bild an Meinungen und Argumenten zu bekommen, auch von Ihnen später, da freuen wir uns drauf. Es wurde in Oberhausen ja bereits ein Bürgerantrag für den Erhalt des Stärkrader Waldes gestellt, der ist damals knapp gescheitert, aber sollten die Voraussetzungen sich ändern, dann macht ein neuer Bürgerantrag Sinn. Und der heutige Abend dient dazu, die Argumente für diesen neuen Bürgerantrag zu erläutern und auch abzuklopfen. Ich sage Ihnen kurz, wie das Ganze ablaufen wird. Wir müssen sehr diszipliniert sein, glaube ich, weil viele Stimmen heute Abend zu hören sein werden. Wir starten mit zwei kurzen Statements von je knapp 10 Minuten. Zum einen von Professor Dr. Rudolf Juchelka. Er ist Geschäftsführer des Instituts der Universität Duisburg-Essen und er wird sich mit der Frage beschäftigen, welche Planungs-, Beteiligungs- und Entscheidungskultur es braucht, wenn es um solche ja unheimlich wichtigen Projekte für eine Stadt geht, wie jetzt für Oberhausen. Und dann wird Cornelia Szymanowski vom BUND Oberhausen und für das Bündnis den aktuellen Stand präsentieren. Auch darauf freuen wir uns. Im Anschluss steigen wir hier oben auf dem Podium in eine etwa halbstündige Diskussion ein. Auch da versuche ich, alle zu bändigen, dass wir in der Zeit bleiben. Und wenn Sie schon Fragen haben zwischendurch, weil der Abend ist in erster Linie für Sie, Sie finden auf den Tischen kleine Kärtchen, die können Sie notieren. Meine Kollegin Luise Heuer, wo ist sie? Hier. Wo? Da, genau. Also ihr könnt sie ein Zeichen geben und ihr das überreichen, wenn es sie total drängt, etwas zu sagen. Wir haben, glaube ich, auch ein Saalmikrofon, beziehungsweise das sie, ist auch hier. Ja, sie hat das Saalmikrofon und dann können sie auch was sagen oder ihre Anregung geben oder eine Frage stellen. Bitte auch hier möglichst knapp halten, wie gesagt, mit Blick auf die Zeit. Nach dem Podium starten wir dann richtig mit der gemeinsamen Diskussion und dann werden auch die Herrschaften an den Thementischen gerne noch Input geben oder auch Anregungen geben. Und wir schließen mit einer ganz kurzen Vorstellung dann des neuen Bürgerantrages zum Schluss. Die Petition ist ja noch online und läuft noch und dieser Antrag soll ja dann irgendwann oder in Kürze eingereicht werden. Ein Hinweis noch. Diese Veranstaltung wird aufgezeichnet, mitgeschnitten, später steht der Link im Netz. Den können Sie dann auf der Seite des BUND Oberhausen oder NRW, das Oberhausen, runterladen oder auch das Medienzentrum Ruhrs. Und wer nicht gefilmt werden möchte, der sollte sich im hinteren Bereich aufhalten, weil nur hier vorne wird gefilmt. Sie sehen ja, wo die Kameras sind und dann davor. Okay, dann würde ich starten, wir starten. Professor Juchelka, Sie haben als Erster das Wort, bitte schön. Nochmal. Meine Damen, meine Herren, Frau Oster, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Herr Oberbürgermeister Schranz, danke, dass ich hier in Oberhausen zu Gast sein darf. Ich wurde vorgestellt und vielleicht kriegen wir jetzt die Präsentation hin. Ich wurde vorgestellt als Geschäftsführer und Direktor des Instituts der Universität Duisburg-Essen. Die Universität Duisburg-Essen hat viele Institute. Ich würde mich lieber als Lehrstuhlinhaber für
das Fach Geografie mit einem Schwerpunkt in der Wirtschafts- und Verkehrsgeografie. Und das ist eigentlich vielleicht für heute ganz spannend. Also an einer Schnittstelle, wo es um Wirtschaft und Verkehr und auch Ökologie geht, sehen. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich hier sein darf. Es war schon eine Herausforderung, hierher zu kommen. Und da sind wir auch schon im Thema drin. Ich fühle mich fast zu Hause wie bei uns in den Hörsälen, da klappt die Technik auch nicht immer. Bei uns sind es dann immer die Batterien, die nicht funktionieren. Ja, der Pointer klappt. Oben? Nee, ich meine weiter und vorwärts. Ah, okay, dann machen wir das. Dann machen wir das in einer kombinierten Teamaktion. Also wir reden ja heute auch über Autobahnen und Verkehr, und normalerweise gehöre ich dazu, alles mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu machen. Das war vom Essener Viehhofer Platz eine Herausforderung. Es sind eigentlich nur 15 Kilometer Luftlinie hierher zu kommen, aber mit dem öffentlichen Personennahverkehr, und jetzt hakt es, braucht man Pi mal Daumen eine Stunde. Meine Mitarbeiterin und ich, wir sind mit dem Auto jetzt gefahren und haben 30 Minuten gebraucht. Dieses alleine ist schon ein Thema, was wir auch in diesen heutigen Kontext einbinden und eindenken müssen, gerade wenn wir über Oberhausen, über das Ruhrgebiet entsprechend reden. Sie haben hier einen Geografen eingeladen, der am Anfang ein wenig über Planung und über Konflikte reden möchte. Und ich habe mir überlegt, fange ich mit Oberhausen an? Nein, ich möchte mit Ihnen ganz woanders hingehen. Ganz woanders hingehen, und Sie werden gleich merken, wo es hingeht. Ich möchte mit Ihnen nach Thailand gehen. Nach Thailand, nach Mekong. Ich weiß nicht, ob da jemand von Ihnen schon mal war, das ist 60 Kilometer südlich von Bangkok, und jetzt sind Sie verwirrt, das war meine Absicht. Dieses Bild da ist ganz spannend. Da fährt ein Zug mitten durch ein Siedlungsgebiet, wo ein Wochenmarkt neben Häusern stattfindet. Und jetzt müssen wir mehrfach hintereinander klicken. Verkehr, Infrastruktur, Anwohner, die da sind. Ökologie war was schwierig. Ich habe den blauen Himmel, der nicht blau ist, in Mekong genommen als Ökologie. Die Wirtschaft, die Markthändler. Da kommt noch mehr. Besucher, Touristen, Freizeitnutzer, Erholende. Und dahinter steckt das Grundproblem. Wir haben irgendwo eine Stelle, einen Ort, einen Platz, einen Raum, wo ganz viele Nutzungen da sind, ganz viele mögliche Konflikte da sind. Und diese Konflikte haben wir hier im Ruhrgebiet, und Sie merken, ich bin von Thailand dann doch zurückgekommen, hier im Ruhrgebiet ganz stark. Wir werben ja immer von der Metropole Ruhr, Oberhausen ein Teil der Metropole Ruhr, mit toller Verkehrserschließung, mit vielfältigen kulturellen Freizeit- und Städteantworten. Wir könnten eigentlich auch sagen, es knubbelt sich hier alles sehr stark, und dieses Knubbeln zeigt sich dann auch im Verkehr. Und dann sind wir natürlich genau bei unserem Thema hier, bei einer Darstellung der Autobahn GmbH, bei dem Ausbau des Autobahnkreuzes Oberhausen. Ich war so frei, diese Karte einmal durch eine andere Karte zu ersetzen. Erstmal, die Karte von der Autobahn GmbH hat leider keinen Maßstab. Das ist immer ganz wichtig, damit man eine Vorstellung hat, wie groß dieses Areal ist. Nämlich durch die zweite Karte, die ich dann dazu gebracht habe, wird wesentlich deutlicher. Es geht hier um ein Areal, was mitten in einer grün markierten, Sie wissen selbst, in dieser Waldfläche liegt. Und da sehen wir schon, wo unsere Konfliktlinie herkommt. Das ist das entsprechende Areal aus der Luft. Und Sie ahnen natürlich relativ schnell, dass wir uns hier jetzt gleich fast wiederfinden. Ich muss immer etwas im Staccato-Rhythmus reden, deswegen werde ich nicht wiederfinden, weil in diesem Wald haben wir Erholungssuchende, wir haben Verkehrsteilnehmer, wir haben Infrastruktur, also das, was wir eben in Mekong gelesen haben und gesehen haben. Ich war dann
im Vorfeld, nachdem es mehrere Informationsrunden gegeben hat, auch mal ein wenig dort unterwegs, wo meine Studierenden häufig unterwegs sind, bei wikipedia.de. Und da findet man diese gesamte Problematik, zu der Sie so zahlreich hier erschienen sind, schön dargestellt. Zunehmendes Verkehrsaufkommen, der berühmte Bundesverkehrswegeplan, der von Herrn Wissing und seinen Vorgängern erstellt worden ist. Es gibt dann relativ schnell Initiativen, in dem Fall zu viel Wald soll abgeholzt oder beseitigt werden zugunsten des Infrastrukturausbaus. Und da habe ich mir gedacht, kommenden Montag werde ich in meiner Vorlesung für Geografiestudierende genau dieses Beispiel nehmen, weil es ist ein Lehrbuchbeispiel. Es ist ganz einfach ein Lehrbuchbeispiel für Verkehrswegeplanung und die dabei entstehenden Konflikte. Und deswegen sind wir hier, um diese Konflikte nicht nur zu benennen, sondern versuchen, ein Gefühl für diesen Konflikt zu kriegen. Wir nennen das einfach ein klassischer Planungskonflikt der räumlichen Flächennutzung. Verzeihen Sie, dass ich als Wissenschaftler das so trocken darstelle, aber es ist nichts anderes. Das ist ähnlich wie ein Mediziner, der bei einer bestimmten Diagnose auch erstmal sachlich bleibt. Und wir haben hier natürlich etwas, wo sehr emotional aufgrund der persönlichen Nähe rangegangen wird, aber es geht halt um verschiedene Akteurs- und Interessensgruppen, und das muss in einer Planung, also in einer Verkehrsplanung in diesem Fall, realisiert werden. Nun, diese Planungen, das ist was ganz Klassisches, da gibt es immer viele Lösungen. Die einen wollen in der Verkehrsplanung Kreisverkehre machen, die anderen sehen die Konflikte zwischen Fußgänger- und Radverkehr. Sie sehen es, und rechts sehen Sie auch ein ganz schönes Planungsthema, wo sich die Planer was gedacht haben und dann die Menschen halten sich doch nicht dran. Das alles haben wir hier nicht. Wir haben es hier mit einer etwas differenzierteren Sache zu tun, nämlich mit einer Planungssituation, wo wir sehr stark, und ich habe es hinten an den entsprechenden Plänen auch noch mal gerade gesehen, wo wir eine sehr stark ingenieurwissenschaftliche Perspektive haben. Die ist gut, die ist wichtig, weil wenn ich Verkehrswege brauche, brauche ich dazu Ingenieure, die das Ganze bauen und die das Ganze messen, tarieren, entsprechend kontrollieren. Aber wir haben natürlich die Frage, die Menschen vor Ort sehen manche Sachen anders als ein Planungs- und ein Verkehrsplanungsingenieur. Und wir erleben es gerade bei diesen Großprojekten, dass es dann manchmal da zu Missverständnissen kommt. Ich drücke es erstmal neutral vorsichtig aus. Und gleichzeitig haben wir das schöne Dilemma in Deutschland, was Sie alle kennen, alle sagen, es muss alles schneller gemacht werden, wir wollen schneller vorankommen. Gleichzeitig, und deswegen sind wir auch hier, ist es wichtig, die Menschen mitzunehmen, die Anwohner, diejenigen, die das Ganze realisieren. Und deswegen müssen wir schauen, wie wir das Ganze dann am Ende als Konflikt in den Griff kriegen. Und das ist heute, glaube ich, ein guter Ansatz. Ja, damit sind wir nämlich beim großen Thema der Planungskultur im Wandel. Da hat sich in den letzten Jahren einiges erlebt. Sie haben Stuttgart 21 mitgekriegt. Damals hat der baden-württembergische Ministerpräsident zusammen mit dem Stuttgarter Oberbürgermeister und dem damaligen Bahnchef Medorn einem zusammengesessen und haben Stuttgart 21 besprochen und das Ganze umgesetzt. Sie sehen, heute sind wir immer noch dabei. Heute muss man das ein bisschen anders machen und sollte man ein bisschen anders machen. Das Verständnis von Planung ist anders. Heute kommt es wesentlich stärker darauf an, dass Balance gehalten wird. Balance zwischen den Ingenieuren, zwischen den Anwohnern, zwischen der Politik, zwischen Akteuren, zwischen der Wirtschaft, zwischen den Mobilitätsteilnehmern, Klammer auf, wir alle, Klammer zu. Das alles muss irgendwie vom Konflikt vielleicht dann doch in einen Konsens überführt werden. Und da ist ein moderner Ansatz die sogenannte integrierte Verkehrsplanung, aber auf die will ich gar nicht eingehen. Ich möchte lieber einen Blick weiterwerfen. Vor wenigen Tagen, eins weiter,
Vor wenigen Tagen erschien bei den Ruhrnachrichten ein Artikel total verfahren, wo einige österreichische Verkehrsplaner ein wenig über die deutsche Verkehrsplanung gelästert haben. Kann man so sehen, muss man nicht so sehen. Auf alle Fälle sind wir dann bei dem großen Thema der Verkehrswende. Und da fängt es nun langsam an, ein wenig komplizierter zu werden, weil jetzt spätestens kommt der Oberbürgermeister ins Spiel. Und wir überschlagen jetzt bitte eine Folie. Ja? Also, wenn Sie die durchklicken, dauert es lange. Das vergessen wir mal. Sie ignorieren das, nehmen das einfach mal mit. Wir landen nämlich, ich will ja die Überleitung zu Herrn Oberbürgermeister hinkriegen. Wir sind dann nämlich auf einmal bei einer ganz wichtigen Rolle, und die werden wir heute Abend noch merken, bei der Rolle der Politik. Wir werden heute mit Sicherheit noch reden über die Autobahn GmbH. Ja, müssen wir reden, gut so. Aber die Autobahn GmbH, und das werden wir wahrscheinlich hören, legt Wert immer auf die Feststellung, dass sie nur ausführendes Organ ist von politischen Entscheidungen. Und dann haben wir schon wieder das Schichtenmodell der Planung, Bundesplanung, Landesplanung, lokale Planung. Und dann sind wir bei den verkehrspolitischen Zielsetzungen, wo es manchmal ein wenig kreuz und quer durch die Regeln geht. Die einen wollen leistungsfähiges Transportsystem haben, egal ob Radwege, Straßen, Eisenbahnen oder Fußgängerwege. Die nächsten sagen, das Thema Nachhaltigkeit, viele reduzieren das gerne auf die ökologische Nachhaltigkeit, aber zur Nachhaltigkeit gehört auch eine soziale und eine ökonomische Nachhaltigkeit. Ich spreche hier als Wirtschaftsgeograf. Und dazu gehört natürlich auch das Thema Infrastrukturausbau. Und wenn wir uns dieses Ganze, diese verschiedenen Interessensvorstellungen zusammenkommen lassen, dann werden wir irgendwann ganz einfach merken, wir haben Probleme, wir haben Konflikte, wir haben eine Konfliktregelungsnotwendigkeit, und da müssen wir etwas gegen machen. Und da hat die Politik natürlich eine ganz wichtige Rolle. Und ich war vor kurzem in Duisburg bei einer ähnlichen Veranstaltung, wo auch die Politik eine bestimmte Position im Thema Autobahnausbau eingenommen hat. Und es zeigt einfach, wie schwierig auf der einen Seite und wichtig auf der anderen Seite die Rolle der Politik ist. Was ich versucht habe, meine Damen und Herren, war nicht hier sozusagen jetzt einen Grundsatzvortrag zu halten, sondern mein Versuch war, Ihnen ein Gespür zu geben, wie Planung heute funktioniert, wie sie funktionieren sollte, nicht wie in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wenn der Scheich Mohammed sagt, wir bauen eine Straßenbahn und in einem Jahr wird das gebaut. Diese Planungskultur funktioniert bei uns, Klammer auf, Gott sei Dank, Klammer zu, nicht. Bei uns funktioniert Planung heute anders, und deswegen sind wir hier. Das, die übernächste Folie bitte, jetzt müssen wir wieder mal ein bisschen weitergehen. Wir gehen weiter, wir gehen weiter, wir gehen weiter. Es kommt noch Sisyphus, den sehen Sie gleich. Ja, im Radio wird jetzt der WDR Instrumentalmusik spielen, ein Hochschullehrer ist darauf nicht vorbereitet. Sisyphus, da sind wir in der Politik, aber ich will ja eins weiterkommen. Wir sind einfach hier an diesem planerischen Konflikt, und ich möchte an dieser Stelle langsam schließen mit Blaise Pascal, das ist der Mathematiker, von dem Sie schon mal was gehört haben, aber der hat mal einen schönen Satz gesagt, den ich auch gerne meinen Studierenden weiterempfehle. Das ganze Unglück der Menschen rührt allein daher, dass sie nicht ruhig in einem Zimmer zu bleiben vermögen. Dessen müssen wir uns immer bewusst sein, wir sind selbst Teil des Systems, wir sind das Mobilitätsbedürfnis und die Mobilitätserzeuger. Egal, ob wir uns so sehen oder so sehen, das spielt keine Rolle. Und deswegen ist es wichtig, dass wir irgendwie das Ganze steuern. Das Bild wirkt noch so ein bisschen, einer hat alles in der Hand. Das ist heute nicht mehr so. Heute ist das Systemverkehr wesentlich komplizierter. Und deswegen sind wir jetzt hier, und ich freue mich gleich, vielleicht auch in der Diskussion den ein oder anderen Aspekt, den ich versucht habe, gerade etwas
anzuteasern, noch auszuführen. Und ich bin Ihnen nochmal sehr dankbar, dass Sie alle hier sind und dass Sie sozusagen als Betroffene, als Bürgerinnen und Bürger hier in räumlicher, direkter Nähe dabei sind, um vielleicht dieses Planungsthema gemeinsam in eine Richtung zu kriegen, sodass am Ende das Ausbalancieren funktioniert. Danke für die Einladung. Ich freue mich auf den Abend. Ja, vielen Dank, Herr Juchelka. Dann Cornelia Szymanowski vom BUND und vom Bündnis, bitte. Zusammen. Freue mich sehr, dass Sie so zahlreich hier erschienen sind, um mit uns über dieses wichtige Thema stärkerer Wald und Ausbau des Autobahnkreuzes zu sprechen. Danke auch an Herrn Professor Juchelka für den tollen Impulsvortrag, der auch von daher interessant ist, weil ich da gleich mit der Geografie nahtlos anschließen kann. Aber zunächst auch nochmal, ich bin Sprecherin des Bündnisses für den Erhalt der Stärkerer Waldes. Wir sind in einem Sprecherteam. Mit mir zusammen macht das die Anja Gassmann, die heute am Infotisch hinten sitzt und gerne auch ansprechbar ist, wenn es Nachfragen gibt oder wenn auch jemand gerne etwas mitnehmen möchte von dem Informationsmaterial, eine Unterschrift leisten möchte für unsere Petition, gerne also hinten auch am Infotisch vorbeigehen. Ja, jetzt zum eigentlichen Thema dieses Abends. Wir haben als Bündnis für den Erhalt der Stärkerer Waldes uns vorgenommen, einmal eine Veranstaltung zu organisieren, wo sowohl die Befürworter als auch die Gegner des Um- und Ausbaus des Autobahnkreuzes zu Wort kommen sollen, wodurch auch durchaus auch kontrovers diskutiert werden darf, wo auch die Politik beteiligt ist. Die Vertreter der Ratsfraktionen möchte ich auch alle ganz herzlich begrüßen. Herr Oberbürgermeister Schranz, Sie sind gekommen, vielen Dank dafür. Und wir haben auch die Autobahn GmbH vertreten. Das finde ich also sehr spannend, weil es dadurch halt eben doch auch sehr unterschiedliche Perspektiven auf dieses Projekt gibt. Und genau das wollten wir. Wir wollten heute Abend hier durchaus auch um Lösungen ringen, wo alle mit gut leben können. Ja, und Herr Professor Juchelka hat ja jetzt schon einiges zum Thema auch Geografie im Zusammenhang mit der Verkehrsplanung gesagt. Ich möchte eigentlich starten mit der räumlichen Einordnung des Autobahnkreuzes. Das ist immer, glaube ich, so bei Prüfungen in der Geografie, dass man erstmal eine Einordnung in den Raum macht. So habe ich das zumindest mal gelernt. Und genau, das wäre der erste Punkt, dann dazu etwas zu sagen, wo liegt überhaupt dieses Kreuz und was ist da drumherum. Im zweiten Punkt soll es dann um Fauna und Flora der Stärkerer Waldes gehen. Das wäre sozusagen die Biologie, die uns ja in dem Zusammenhang auch interessiert. Und dann im nächsten Punkt um das eigentliche Planfeststellungsverfahren, das dazu dient, ja, wie soll nun eigentlich hier geplant werden, was macht Sinn, macht man einen großzügigen Ausbau oder findet man vielleicht andere Lösungen. Wir vom Bündnis für den Erhalt des Stärkerer Waldes setzen uns dafür ein, dass man Alternativen prüft und möglichst schonende Lösungen findet, sodass also möglichst der Stärkerer Wald in seiner Gänze erhalten bleiben kann. Ja, also die Karte könnte ich jetzt doch vielleicht mal als Folie gerne sehen wollen. Ja, genau. Möchte ich noch ganz kurz erläutern. Das Autobahnkreuz kennen alle, ne, mit dieser Kleeblattstruktur. A2, A3 sind zu sehen und A516, wobei wohl die Hauptverkehrsströme von Köln kommend nach Arnheim zu verzeichnen sind und umgekehrt. Da existiert auch sehr viel Güterverkehr, also viele LKWs sind da unterwegs und genau auf diesem Stück kommt es auch häufig zu Stausituationen. Ja, und rund um dieses Kreuz herum haben wir den Stärkerer Wald zu liegen. Da haben wir unterschiedliche Teilbereiche. Wir haben ein Naturschutzgebiet, wir haben Landschaftsschutzgebiet und wir haben zum Teil auch in ziemlich direkter Nähe dann auch die Anwohnerschaft. Ja, bei dieser Folie sehen wir dann nochmal
den Stärker der Wald. Ein, finde ich, sehr schönes Bild, wollte ich ja auch unbedingt zeigen. Im Japanischen nennt man das Komorebi, wenn das Licht so durch die Baumkronen fällt. Und das ist also etwas, was man Stärker der Wald auch durchaus erleben kann und was ja, irgendwie auch magisch wirkt, finde ich. Ja, der Stärker der Wald ist ein Buchenmischwald, 204 Hektar groß. Und es gibt aber dort nicht nur Buchen, sondern es gibt auch andere Baumarten, wie zum Beispiel Roteichen, Erlen, Bergahorne, Kiefern und dazwischen natürlich auch noch andere Sträucher, Ilex, Stechpalmen findet man auch recht häufig. Ach, danke schön, das ist eine Hilfe. Danke. So ist es besser. Danke. Ja, und es ist eine Sache noch wichtig, dass nämlich ein Teil der Stärker der Waldes auch als Naturschutzgebiet ausgewiesen ist. Das ist ein wertvoller Torfmoos-Erlen-Bruchwald nördlich von der A3. Jetzt kann man das leider auf der Karte nicht mehr sehen, aber viele von Ihnen werden diesen Bereich kennen. Da stehen ja auch die Schilder, Naturschutzgebiet. Ja? So, und bei der nächsten Folie sehen wir dann auch den Handbach. Oh, das ist jetzt leider gekippt. Okay, aber ist nicht so schlimm. Den Handbach dürften wahrscheinlich die meisten von Ihnen auch kennen. Ist der eigentlich der einzige Waldbach im Stärkrader Wald, der auch relativ kurz ist. Er entspringt in Königshardt, fließt dann Richtung Hiesfelder Straße und mündet in den Stärkrader Hauptkanal. Dieser Handbach ist aber ein Lebensraum für viele gefährdete Tierarten. Das muss man an der Stelle auch zur Kenntnis nehmen, insbesondere Amphibien. Da gibt es also die unterschiedlichsten Arten und einige davon möchte ich in der nächsten Folie kurz vorstellen. Das wäre zum Beispiel auf dem oberen Bild ein Bergmolch. Unten links haben wir den Feuersalamander und unten rechts einen Grasfrosch, also unterschiedliche Amphibienarten, die dort zu Hause sind, die den Handbach, aber auch die Mergelkuhlen und die Bombentrichter, die es auch im Stärkrader Wald gibt und die mit Wasser gefüllt sind, als Laichgewässer nutzen. Beim Feuersalamander gibt es die Besonderheit, dass es eine noch gesunde Population ist, die nicht an dem Hautpilz Besal erkrankt ist, der inzwischen überall in Deutschland die Feuersalamander bedroht und ja, zum Teil auch zum Aussterben von ganzen Populationen führt. Und da sind wir auch froh drüber und die biologische Station Westliches Ruhrgebiet kontrolliert auch regelmäßig die Population und wir sind froh, dass es noch so ist und befürchten auch, dass wenn diese große Baumaßnahme des Um- und Ausbaus des Kreuzes kommt, dann möglicherweise die Infektionsgefahr doch erheblich steigen kann und die Feuersalamander auch bedroht sein könnten. Auf der nächsten Folie sehen wir dann eine andere Gruppe von besonders geschützten Arten, das sind die Fledermäuse, die leben zum Teil in den alten Bäumen, in den Baumhöhlen von Totholzbäumen, aber auch in dem Tunnel, der unter der A3 hindurchführt, am Bürgermeistersweg. Und wenn der Um- und Ausbau kommt, dann würde dieser Tunnel zugebaut werden und zuvor müssten alle Fledermäuse umgesiedelt werden. Dass das nicht ohne Verluste im Artbestand gehen wird, kann man sich vorstellen und das finden wir auch sehr problematisch. Dann auf der nächsten Folie noch eine kleine Auswahl von typischen Waldvögeln der Stärkrader Waldes. Da haben wir links den Buntspecht, in der Mitte einen Kauz und rechts eine Vogelart, die auch etwas Besonderes ist, gehört nämlich zu den kleinsten Vögeln Europas. Das ist das Sommergoldhähnchen. Die Goldhähnchen sind also wirklich Winzlinge unter den Singvögeln, noch kleiner als Zaunkönige, aber ja, sie ziehen über ganz Europa hinweg bis nach Spanien und Nordafrika, kommen aber regelmäßig in den Stärkrader Wald, um hier zu brüten und um ihre Jungen aufzuziehen.
Okay, diese kleine Auswahl von Tieren, die ich Ihnen jetzt vorgestellt habe, soll verdeutlichen, dass der Stärkrader Wald ein Lebensraum ist. Er ist also nicht nur für den Menschen wichtig, sondern er ist auch tatsächlich ein wichtiger Lebensraum für viele Tierarten. Und das müssen wir gerade heute in der Zeit, wo wir auch ein Artenproblem haben, also wo viele Arten auch vom Aussterben bedroht sind, auch bedenken. So, dann würde ich jetzt gerne weitergehen zum Thema Planung des Um- und Ausbaus. Da würde ich auch bitten, dass Herr Korte, wenn er Ergänzungen hat, gleich gerne noch dazu ergänzt. Das ist hier die Vorplanung. In der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung 2016 wurden noch 5 Varianten für den Ausbau vorgestellt. Und von diesen 5 Varianten ist dann eine relativ schnell weggefallen, weil sie wohl technisch nicht realisierbar war. Als nächstes fiel dann die Variante 5, die wurde lange Zeit noch präferiert. Auch der Stadtrat hat sich für diese Variante ausgesprochen, weil diese Variante, das kann man auf der Karte gut sehen, einen Ausbau im Kreuz vorsieht, also der Stärkrader Wald als solcher nicht beschädigt wird. Aber dann kam die Überraschung, 2020 begann das Planfeststellungsverfahren und in der Offenlegung wurde dann deutlich, geplant wird die Variante 4. Und diese Variante hat einen Überflieger und einen Unterzieher. Man kann das vielleicht auch auf der Karte erkennen. Aber vielleicht kann auch Herr Korte gleich noch etwas Genaueres dazu ergänzen. Ich möchte gerne nochmal den Vergleich heranziehen zwischen den unterschiedlichen Varianten auf der nächsten Folie. In dieser Tabelle sind die Varianten 2 bis 5 gegenübergestellt in Bezug auf die Schutzgüter. Und man hat eingeteilt in 1 sehr gut und 4 sehr schlecht. Also das ist die Skala. Und man kann unschwer erkennen, dass die Variante 4 überall die schlechtesten Bewertungen hat, während die Variante 5 sehr gute Bewertungen hat. Aber man muss auch dazu sagen, das steht jetzt nicht in der Tabelle, ich habe es unten ergänzt, Variante 4 ist die billigste. Mit immerhin noch 275 Millionen Euro Planungsstand 2020 für den Ausbau, aber dennoch die billigste im Vergleich zu den anderen. Ja, nächste Folie bitte. Genau, wir haben uns dann im Jahr 2020 als Bündnis gegründet. Wir, das heißt also Naturschutzverbände, BUND, NABU, LNU, aber auch die Klimabewegung und Fridays for Future, Parents for Future waren von Anfang an dabei. Dann hier die Vereine hier im Norden, zum Beispiel die IGS oder der Heimatverein, die Kirchengemeinden haben sich beteiligt und wir haben dann überlegt, was kann man eigentlich hier tun, wie kann man noch Einfluss nehmen, dass diese Planung nicht so schlimm kommt, wie es sich darstellt. Und in dem Zusammenhang haben wir uns natürlich mit den Folgen beschäftigt. Dauerhafte Folgen des geplanten Aus- und Umbaus sind nämlich, dass 3,8 Hektar des Bodens dauerhaft versiegelt werden. Also da kommt zum Beispiel Asphalt drauf. 11 Hektar Wald gerodet werden und ca. 22 Hektar Grünflächen an den Böschungen wegfallen. Und das, so finden wir, in einer Situation, wo wir mitten im Klimawandel stecken, wo jeder Baum wichtig ist als CO2-Speicher, wo auch das Stadtklima ganz wesentlich durch den Wald positiv beeinflusst werden kann, wo ein Wald auch Freizeit- und Erholungsfunktion erfüllt. Und das ist besonders beim Stärkrader Wald der Fall. Jeder, der dort schon mal spazieren gegangen ist, weiß, dass da immer Menschen unterwegs sind mit ihren Kindern, mit ihren Hunden. Und es ist einfach ein wichtiger Freizeitraum. Ja, dann noch der Punkt Lärm- und Sichtschutz. Auch da gibt es natürlich die Befürchtung, dass wenn da die Lärmschutzwände in großer Höhe aufgebaut werden, dann ist da zwar direkt neben der Lärmschutzwand leise, aber
Wer möchte schon gerne direkt auf eine große Lärmschutzwand schauen? Auch das ist ein Problem. Und der Wald hat da eben auch einen Sichtschutz geleistet bisher. Insofern ist der Lärmschutz, der kommen soll beim Ausbau, auch mit unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten. Und als letzter Punkt war uns wichtig, auf die Erfahrungen von Verkehrsplanern zurückzugreifen, die statistisch belegen, dass Straßen in der Regel mehr Verkehr generieren, also mehr Straßenbau, mehr Verkehr. Also es geht relativ schnell, wenn eine Straße neu gebaut wird, dass dann auch da mehr Autos rollen. Und insofern kann man sich dann auch ausrechnen, dass vielleicht in wenigen Jahren nach dem Ausbau wieder über einen weiteren Ausbau gesprochen werden muss. Nun noch zu den temporären Folgen für den Aus- und Umbau. 5 bis 8 Jahre Bauzeit wurde uns so von Straßen NRW als möglicher Zeitraum mitgeteilt. In dieser Zeit wären Straßensperrungen zu erwarten, Umleitungen, Wartezeiten, Staus, mehr Verkehrsaufkommen, zum Teil wären Stadtteile abgeschnitten von anderen. Und wir haben auch mal eine Karte gemacht, wo wir das zusammen darstellen, vielleicht auf der nächsten Folie kann man das erkennen. Wir haben nämlich nicht nur den Ausbau des Autobahnkreuzes, sondern wir haben ja auch noch den Ausbau der Betüwe-Linie. Wir haben möglicherweise die Wasserstoffpipeline, die im Norden kommt, und überall ist mit Baustellen zu rechnen. Insofern wäre es ganz wichtig, hier auch über ein Zeitmanagement zu sprechen. Wie soll das überhaupt sinnvoll ablaufen? Wie kann das überhaupt dann gehen, dass der Verkehr nicht völlig zusammenbricht? Ja, wir haben damals 2020 auch eine Petition auf den Weg gebracht. Vielleicht kann man die auf der nächsten Folie zeigen. Bei Compact, die Plattform ist vielleicht bekannt, unter dem Motto oder unter dem Titel Erhalt der Stärke der Waldes, Verkehrswende statt Naturzerstörung, haben wir unsere Forderungen formuliert, die vor allen Dingen in die Richtung Überprüfung gehen. Überprüfung und Alternativenprüfung und eventuell Neuplanung. Wir haben dafür mittlerweile 59.000 Unterzeichnerinnen und Unterzeichner. Wir wollen diese Petition auch noch an Dr. Volker Wissing überreichen. Wir haben sie schon an den Landesverkehrsminister Oliver Krischer überreicht, wollen aber noch gerne noch mal damit nach Berlin fahren, weil wir denken einfach, wenn so viele Menschen so denken und diese Probleme sehen, dann muss das die Politik auch ernst nehmen. Und das Argument, das vielfach genannt wird, dass das ja Menschen aus ganz Deutschland sein können, kann ich an der Stelle auch schon entkräften, weil wir haben den Zugriff auf die Unterschriften und auf die Orte, wo die Menschen herkommen. Und es sind überwiegend Menschen aus der Region, die hier unterzeichnet haben. Ja, wir haben uns aber nicht nur damit beschäftigt, wie kann das Ganze vielleicht dann nicht stattfinden, sondern wir sind natürlich auch immer für Alternativen und haben alternative Verkehrskonzepte geprüft. Zum Beispiel eben hier die temporäre Seitenstreifennutzung, wie sie auf der A57 bei Köln zu finden ist. Warum kann man so etwas nicht auch bei uns machen? Oder auf der nächsten Folie die Frage des Tempolimits. Kann man nicht damit auch arbeiten, um den Verkehr besser fließen zu lassen und vielleicht sogar einen großzügigen Umbau und Ausbau überflüssig zu machen. Letzte Folie dann von mir noch, Alternativen zum Ausbau des Autobahnkreuzes langfristig. Da sehen wir natürlich auch als Bündnis in erster Linie die Mobilitätswende oder Herr Professor Helke hat es Verkehrswende genannt. Also einfach ein Umsteuern, weniger Verkehr auf der Straße generieren, Ausbau des Schienennetzes, Verlagerung der Gütertransporte auf Schiene und Wasserwege, Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs, mehr Investitionen in Infrastruktur für Radverkehr, klimafreundliche Mobilität
Und ganz wichtig noch, die Rolle der künstlichen Intelligenz. Das haben wir auch in unserem neuen Bürgerantrag nochmal ausdrücklich formuliert, muss besser in den Blick genommen werden. Welche Möglichkeiten gibt es da, um halt eben im Verkehr eine bessere Verkehrsregulierung zu bekommen? Letzter Punkt, Lärmschutz. Da sind wir der Auffassung, Lärmschutz ist ganz wichtig, denn Lärmschutz ist Gesundheitsschutz. Aber wir halten es für fatal, wenn der Lärmschutz nur kommt, wenn der Ausbau stattfindet. Wir sind der Meinung, eigentlich müsse der Lärmschutz schon lange da sein. Tobias Schipanski vom Heimatverein hat jetzt letzte Tage noch ein Papier ausgegraben, aus, weiß ich nicht, 46 Jahre alt, aus den 70er Jahren, wo damals auch schon die Forderung nach Lärmschutz erhoben wurde. Und richtig, sogar eine Zusage gab es, aber passiert ist leider nichts. Ne? Und das ist tatsächlich ein Problem, wo wir denken, wo gehandelt werden muss, wo auch die Politik gefordert ist. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, freuen wir uns alle vom Bündnis darüber, dass heute Abend so viele Menschen gekommen sind und wir darüber diskutieren können, wie können wir halt eben die Situation am Autobahnkreuz besser gestalten, so dass alle Menschen, die hier im Norden wohnen, auch gut damit leben können. Und ja, ich bin gespannt auf die weitere Diskussion, freue mich auf die Beiträge. Und ich glaube, ich habe viel zu viel schon und zu lange geredet. Dann würde ich auch zum Ende kommen. Vielen Dank nochmal an alle und ja, gute Gespräche heute Abend. Ja, vielen Dank. Dann würde ich doch bitte die anderen Diskutanten bitten, nach oben zu kommen. Marina Falke, genau, vom Bund NRW, Referentin für zukunftsfähige Mobilität dort. Und den Soziologen Volker Kersting vom Verein für Sozialplanung, Fachgruppe Mobilität und Teilhabe. Genau, Herr Kersting, wenn Sie sich auch hier hinsetzen würden, ja, gerne. Und natürlich den Oberbürgermeister, Herr Schranz. Ja, und dann stelle ich Ihnen auch noch mal Mario Korte vor von der Autobahn GmbH Niederrhein. Er leitet dort die Außenstelle Essen. Schön, dass Sie da sind, Herr Korte. Und Ihnen gebe ich jetzt auch mal direkt das erste Wort. Herr Korte, die Variante 4. Warum? Die Variante 4, weil sie unter verschiedensten Aspekten betrachtet worden sind. Wir haben hier schon einen Auszug über die Schutzgüter gesehen, wo Varianten unterschiedlich abgeschnitten haben, einige besser, einige schlechter. Das ist aber nur ein Auszug gewesen. Also es gibt natürlich auch noch viele weitere Aspekte, die dabei zu betrachten sind. Da ist die Entwurfsgeschwindigkeit, Verkehrssicherheit ist ein Thema, Lärmschutz ist ein Thema dabei. Und auch unter anderem die Wirtschaftlichkeit. Und das insgesamt, die ganze Gemengelage, hat damals in der Planungsphase, in der wir uns damals befunden haben, dazu geführt, dass diese Variante 4 letztendlich von den Vorhabenträgern festgelegt worden ist. Also das war dann die Variante, die weiter zu beplanen war, in die nächsten Planungsphasen hineingegangen sind. Mit wissend, was Sie als Ausdruck da haben, das ist ein Teilaspekt davon. Wie gesagt, in der Gesamtabwägung, das muss man immer machen, es sind immer viele mehr Aspekte zu betrachten und in der Gesamtabwägung hat es letztendlich dann zu der Entscheidung geführt und die trifft ja dann nicht einer alleine, das wird quasi vorbereitet zur Entscheidungsfindung, gerade für die Politik, die dann letztendlich dann an der Stelle festlegt, mit welcher Variante erstmal weitergeplant wird. Und da sind wir dann auch weitergekommen und letztendlich in dem Stadium, in dem wir uns auch heute befinden, nämlich in dem Planfeststellung, wo dann öffentlich die Pläne nochmal ausgelegt wird und wo auch letztendlich diese Entscheidung nochmal betrachtet wird, abgewogen wird und letztendlich auch entschieden wird, ob es damals richtig war, ob alles, was damals in so einem Verfahren erforderlich ist gewesen, ordnungsgemäß stattgefunden hat, ein Abwägungsprozess ordnungsgemäß stattgefunden hat. Und in dem Stadium befinden wir uns gerade, dass das dann letztendlich auch nochmal überprüft wird. Ja. Herr Schranz, wie stehen Sie als Oberbürgermeister zum Ausbau des Autobahnkreuzes? Haben Sie da ein Mikrofon? Ich hoffe, ja, wunderbar. Ja, Mikrofon ist da. Danke für die Einladung, würde ich nochmal sagen. Ich bin beeindruckt, wie viele Menschen heute Abend hier zusammengekommen sind, um nochmal darüber zu diskutieren. Danke dafür.
Die Stadt hat sich Ende 2020 offiziell positioniert. Das war während der Corona-Zeit, deswegen hat das nicht der Rat der Stadt beschlossen, sondern der Haupt- und Finanzausschuss, der damals anstelle des Rates agiert hat. Und er hat das versucht, was Herr Professor Juchelka vorhin so schön mit diesen Steinen aufeinander gezeigt hat, nämlich eine ausbalancierte Position zu finden. Und das sieht man schon an dem ersten Satz dieser Stellungnahme der Stadt Oberhausen. Da steht nämlich drin, die Stadt Oberhausen befürwortet grundsätzlich, aber auch kritisch, den Ausbau des Autobahnkreuzes Oberhausen. So, was meint das? Was soll das? Die Stadt sieht zwei Vorteile in dem Ausbau und deswegen befürwortet sie die grundsätzliche Planung. Das eine ist, der Stau kann und soll dadurch abnehmen. Tatsächlich betrachten wir das nicht als Vorteil und nicht nur für die überregionalen Verkehrsverbindungen, sondern eben auch für die Situation für uns in der Stadt als Nachteil, dass wir diese Staufalle da oben haben. Und das Zweite, ist gerade auch schon genannt worden, ist das Thema Lärmschutz. Ich bin sofort bei der Forderung, viel mehr Lärmschutz zu machen. Kommen wir vielleicht nachher nochmal zu. Wir müssen nur feststellen, eine Verpflichtung dazu gibt es nicht. Rein rechtlich ist die Situation so, wenn wir Lärmschutz haben wollen, wird es nur gehen, wenn es entweder einen Neubau oder einen grundsätzlichen Umbau gibt. Und das führt dazu, dass wir sagen, dieser Lärmschutz ist so wichtig für die Bevölkerung hier im Oberhausener Norden, dass die Stadt auch deshalb den Ausbau des Autobahnkreuzes befürwortet. Jetzt gibt's das richtig zu verstehen, also Lärmschutz geht nur in Kombination. Ja, genau, es gibt eine gesetzliche Verpflichtung, Lärmschutz zu errichten bei Neubauten und bei grundlegenden Umbauten im Bestand nicht. Dann ist es eine freiwillige Maßnahme, abhängig von der Kassenlage des Bundes. Wir sehen das ähnlich bei der Schiene. Da gibt es freiwillige Lärmsanierungsprogramme, von denen wir in Oberhausen aktuell etwas profitieren, aber auch wieder Probleme haben, weil angekündigte Lärmsanierungsmaßnahmen von der Bahn wieder zurückgezogen worden sind. Grafenbusch ist ein Beispiel, weil es zu teuer wird. Also eine gesetzliche Verpflichtung gibt es nicht. Wenn wir jetzt diesen Autobahnausbau bekommen und auch in einem Planfeststellungsverfahren, da war die Stadt immer unheimlich hinterher, das ist für den gesamten Abschnitt, nicht nur fürs Kreuz, sondern auch für den nördlichen Teil, ein Planfeststellungsverfahren gibt, dann wird in diesem Planfeststellungsverfahren auch der Lärmschutz festgeschrieben. So, das ist aus unserer Sicht ein wichtiger Vorteil, um nur zwei zu nennen. Jetzt gibt es aber auch mindestens zwei Dinge, die uns stören, genauso wie das Bündnis zum Erhalt des Sterkrader Waldes. Das ist das Thema Flächenverbrauch, also wie viel Grün, wie viel Wald wird durch diese Maßnahme abgeholzt. Da sagt die Stadt auch, das ist uns zu viel. Wir waren ursprünglich für diese Variante 5. Deswegen steht in der Stellungnahme der Stadt drin, bitte reduziert diesen Eingriff in den Sterkrader Wald weiter. Jetzt muss man an der Stelle fairerweise eins hinzufügen. Das hat die Planung schon gemacht, weil in der Ursprungsplanung der Variante 4 dieser Überflieger weiter weg von der Fahrbahn war. Man hat den näher herangeschoben. Trotzdem sagt auch die Stadt Oberhausen, wir wollen, dass das weiter verringert wird und diese Variante 5 nochmal geprüft wird. Denn tatsächlich wissen wir, dass die ein paar Schwierigkeiten hat. Das wäre auch unredlich, das wegzulassen. Stichwort Grundwasser, die ist auch nicht so leistungsfähig wie die Variante 4. Aber sie wäre ein erheblich kleinerer Eingriff als die Variante 4. Und deswegen steht in der Stellungnahme der Stadt auch nochmal drin, bitte legt uns da, dass die Variante 5 auf keinen Fall geht. Wir wollen hier oben ein bisschen entlang der Argumente diskutieren, die auch in dem Bürgerantrag in der zweiten Variante drinstehen. Und ein Argument ist die zugrunde gelegte Verkehrsprognose, die ja von einem deutlichen Mehr an Verkehr rund um das Autobahnkreuz ausgeht für die nächsten Jahre, die wird in Frage gestellt. Also wird es wirklich so viel mehr Verkehr geben in Zukunft? Ich weiß nicht, Frau Falke, kann ich Sie dazu bitten, eine kurze Einschätzung zu geben? Ja. Also wie es vorhin schon mal angesprochen wurde, gab es dazu ja vor kurzem die Untersuchung vom österreichischen Umweltbundesamt. Und dabei ist aufgefallen, dass der deutsche Verkehrswegeplanung sehr, sehr rückwärtsgerichtete Verkehrswegeplanung ist. Es wird nach dem Prinzip Predict and Provide gearbeitet, das heißt, erst wird prognostiziert, danach wird dann ausgebaut. Und das kritisieren wir grundsätzlich.
Weil in Österreich läuft es so, dass eine Zielsetzung erfolgt und danach werden Mobilitätskonzepte erarbeitet und nicht aufgrund von Annahmen Prognosen getroffen, die dann nachher anhand von Parametern komplett anders aussehen können. Zu sagen, wir haben 50% Zuwachs an Güterverkehr auf der Straße, weil wir eine so geringe CO2-Bepreisung ansetzen und weil wir von LKW-Systemen ausgehen, die es noch gar nicht gibt, sehen wir als absolut fahrlässig an vom BUND. Und da muss man sagen, diese ganze Planung in Deutschland aufgrund dieses Systems, wir haben eine Prognose und wir gehen, ja, wir stellen dann die Straße zur Verfügung, ist Planung, die so gar nicht mehr funktionieren sollte im Jahr 2024. Man muss dazu sagen, der Bundesverkehrswegeplan setzt sich selber 12 Umweltziele und reißt davon 11. Also wenn wir so planen, dann weiß ich auch, warum wir jetzt noch hier sitzen und darüber reden, ob wir eine Straße ausbauen sollten oder nicht. Herr Korte. Herr Korte, muss man noch mal auf die Zahlen gucken, auf diese Prognosen, oder sind die in Stein gemeißelt sozusagen? Nein, also Verkehrsprognosen werden ja immer wieder aktualisiert. Es gibt auch immer wieder aktuelle Verkehrszählungen und seinerzeit, was auch in diesem Antrag auch mitformuliert war, war seinerzeit, dass ja auch eine Verkehrswende ansteht, dass Verkehr weniger wird auf den Straßen, dass letztendlich die Umgestaltung auch des Arbeitssystems, Stichwort Homeoffice, dazu führt, dass weniger Verkehr ist. Und zu Corona-Zeiten war das auch deutlich feststellbar. Mittlerweile, und das belegen zumindest unsere Zahlen von der Verkehrsleitzentrale, sind wir wieder bei dem Vor-Corona-Niveau, wenn nicht sogar noch hier drüber hinaus. Also solche Aspekte, deswegen Annahmen, die getroffen werden, die dann nachher nicht zutreffen, passieren in beide Richtungen. Und von daher werden aber auch solche Prognosen aktualisiert. Und gerade die Verkehrsprognose, die dem Bedarfsplan 2030 zur Basis dient, ist ja die Verkehrsprognose 2030 und die wird aktuell überarbeitet. Jetzt ist Corona ein bisschen dazwischen gekommen, dass man letztendlich diese Verkehrsprognose 2040, die, so wird sie heißen, halt noch nicht umgesetzt hat, weil man letztendlich diese Delle, die Corona in diesem Verkehrswesen reingebracht hat, da jetzt nicht verfälschen wollte. Also von daher, Zahlen sind nicht in Stein gemeißelt, allerdings für dieses Verfahren und das muss man auch bei dem Ausbau des Autobahnkreuzes deutlich sagen, gehen wir nicht davon aus, dass die Zahlen deutlich geringer werden. Ich beziehe mich wieder auf den Bürgerantrag. Was bemängelt wird, ist, dass nicht einbezogen worden ist die absehbare Fertigstellung der Betuwe-Linie, heißt sie, glaube ich, der Straßenbahnplanung der Linie 105, die Planung des Pendlerzuges RRX und die stärkere Nutzung von E-Bikes und von Homeoffice. Das haben wir ja in Corona-Zeiten erlebt. Hier würde ich sagen, kommt jetzt der Soziologe ins Spiel. Herr Kersting, als Soziologe, Sie haben sich die Lage in Oberhausen noch mal explizit angeschaut. Was ist Ihnen aufgefallen? Ja, ich habe auch einiges vorbereitet. Wenn Sie das noch aushalten, gleich 5 Minuten, dann könnte ich Ihnen noch ein paar Bilder zeigen. Erstmal einen herzlichen Dank aber für die Einladung. Ich bin genauso wie Herr Schranz beeindruckt, wie viele Bürger hier sind. Ich kenne Schmachtendorf nicht, aber ich könnte mir vorstellen, es ist fast halb Schmachtendorf, beziehungsweise der etwas betagten Schmachtendorfer. Ich darf das als 70-Jähriger sagen, dass ich hätte mir mehr Jüngere gewünscht. Ja, was war die Frage? Also vielleicht erst noch mal zu dieser Prognose. Ein kluger Mann hat mal gesagt, Prognosen sind schwierig und kompliziert, insbesondere dann, wenn sie die Zukunft betreffen. Und Brecht hat mal gesagt, mach nur einen Plan und mach noch einen zweiten, daneben geht du die eh. Wenn ich jetzt diese Unterlagen mir anschaue für die Prognose hier und vergleiche die mit der jüngeren, aktuelleren Prognose von ITNRW, also dem Statistischen Landesamt, dann ist alles, was in dieser 2015er Prognose drinsteht, man kann so sagen, in der Uhr. Also die Entwicklungswerte sind jetzt schon ein Drittel anders, die dort prognostiziert werden. Die Annahmen über die ältere Bevölkerung stimmen auch nicht mehr. Also im Grunde genommen kann man da wieder von vorne anfangen an der Stelle. Volker Wissing, mein Namensvetter, prognostiziert ja auch in dieser gleitenden Fortschreibung bis 2050 eine deutliche Zunahme
des Güter- und des Pkw-Verkehrs. Prognos hat jüngst eine Studie herausgebracht, haben die ein paar Parameter geändert dabei und festgestellt, die Entwicklungen sind viel geringer als dort prognostiziert. Also was gilt denn jetzt und worauf bauen wir denn unsere Zukunft? Ich finde, auf ziemlichem Sand momentan. Gut, und Volker Wissing, um ihn auch nochmal zu zitieren, hat in der vergangenen Woche ja auch gesagt, als das U-Bahn eine neue Studie vorgestellt hat zur Temporeduktion auf den Autobahnen, die Effekte haben würden, hat er gesagt, ach, naja, es sind so viele Zahlen im Umlauf und das ist schon humorig, wie Planungsverantwortliche argumentieren. So, das vielleicht dazu. War das eine Teilantwort auf Ihre Frage? Ja, und vor allen Dingen bin ich gespannt darauf, was Sie sich angeschaut haben. Ja, erst noch mal ein Dank. Also ich komme jetzt neuerlich aus der Heimat allen Übels, also aus Baden-Württemberg, der Wiege der Automobilindustrie. Darüber reden wir ja, über die Automobile. Sind es Fluch oder Segen? Vielleicht ist es für den einen oder anderen auch ein Segen, der sich gerade seinen neuen E-Mercedes aus Stuttgart hat kommen lassen. Gut, also erstmal Dank für die Einladung. Den Weg habe ich aufgenommen, aber ich habe fast 70 Jahre Ruhrgebiet und die Bedingungen im Ruhrgebiet kenne ich eigentlich aus sozialer Perspektive und gesundheitlicher Perspektive ganz gut. Deshalb hat mich das auch herausgefordert, dazu was zu sagen. Und ich möchte jetzt nichts konkret. Also ich habe den Herrn Tom ist jetzt sozusagen als meine Fernbedienung genommen, aber die funktioniert nicht. Genau. Erst vielleicht nochmal zurück. Also ich möchte mehr so einen Blick auf Oberhausen insgesamt werfen und die Frage nochmal stellen, wollen wir so weitermachen wie bisher? Wollen wir eine Verkehrspolitik betreiben, die eigentlich retro ist, den Anforderungen heutiger Zeit und an die Mobilitätswende nicht mehr gerecht wird? Und was haben die Oberhausener davon und was haben sie jetzt schon unter dem Verkehr zu ertragen oder zu erleiden? Also das wäre jetzt meine Fragestellung, mit der ich ein paar Dinge darstellen möchte. Ich habe es bewusst Thesen genannt, weil man kann da sicherlich wacker drüber streiten. Wenn Sie mir 10 Minuten geben, dann versuche ich das irgendwie. Also das ist sozusagen, wir können es auch in 30 Sekunden machen und ich nehme das als Fazit dann sozusagen. Das ist, Sie sehen das, ein Auto und da links ist ein Radweg. Und der Mann ist auf dem Navi unterwegs und sagt, Route wird berechnet, Achtung, Fehler, Berechnung nicht möglich, bitte versuchen Sie es mit einem anderen Verkehrsmittel. Ist vielleicht die große Herausforderung, die wir haben an dieser Stelle. Ja, genau. Jetzt mal gucken, meine Fernbedienung da drüben. Herr Thomas, machen Sie mal, versuchen Sie mal, vielleicht klappt es. Ich habe gehört, immer eine Reaktionszeit von ungefähr 2 Minuten. Also, das ist Oberhausen, beziehungsweise mittendrin ist Oberhausen. Und das ist eine aktuelle Lärmkarte von Oberhausen, beziehungsweise von dem Ruhrgebiet. Und es gibt eigentlich in Nordrhein-Westfalen, ich habe es nicht entdecken können, oder irgendwo anders in Deutschland, ein so dichtes Netz von Lärm wie gerade hier in Oberhausen. Das finden Sie kein zweites Mal. Und Lärm ist nicht schön, das wissen Sie, der ist gefährlich, riskant, also er provoziert Gesundheitsstörungen, Herzinfarkte, Herz-Kreislauf, Erkrankungen, Schlafstörungen, Sie kennen das vielleicht alles, wenn Sie an der Hauptstraße wohnen und man sagt, also 3% der Herzinfarkte gehen allein auf Lärm zurück. Und wir bewegen uns hier, da wo es rot und orange ist, in Bereichen, die so hoch sind, dass sie vom Umweltbundesamt als riskant eingeschätzt werden. Also Lärm haben wir genug, da ist die Frage, brauchen wir noch mehr? Und es geht ja eigentlich nicht nur um die Autobahnen, weil die Autos fallen ja nicht vom Himmel auf die Autobahnen, auch wenn Elon Musk da gerade dran arbeitet an solchen Lösungen, sondern die fahren ja auch runter und rauf und fahren dann durch Oberhausen und machen auch Krach und Dreck. Und das kann man vielleicht nochmal auf der nächsten Folie zeigen, da geht es nämlich um Luftverschmutzung. Es gibt Messstellen, die Luftverschmutzung messen. Leider gibt es keine in Oberhausen. Warum, weiß ich auch nicht. Das kann Herr Schranz vielleicht beantworten. Aber im Umfeld, Sie,
Ja, aber nicht die in diese Statistik dort unten eingeht, von der Europäischen Umweltbehörde. Aber die könnte man jetzt noch da reinlegen, die würde auch diesen Orangen, diese orange Warnfarbe haben. Und man kann auch sagen, diese Messungen von Luftverschmutzung, in dem Fall Feinstaub, sind eigentlich kaum woanders in dieser Republik so ausgeprägt wie in Oberhausen. Die WHO empfiehlt einen Höchstwert von 5 Mikrogramm pro Kubikmeter. Der ist hier in dem Bereich, den Sie sehen, doppelt so hoch gemessen. Also auch da gesundheitlich nicht unriskant, Atemwegserkrankungen, Asthma, Allergie, Kreislauf, was Sie wollen, hängt unmittelbar mit solchen Dingen zusammen. Die nächste Karte zeigt, ich glaube, ich habe jetzt schon 3 von 5 Minuten, die nächste Karte zeigt das nochmal, Beispiel Herzerkrankungen in Oberhausen, die sind auch am höchsten in Nordrhein-Westfalen, 11%, Nordrhein-Westfalen 8,7%. Also koronare Herzerkrankung hat auch wieder mit Lärm, mit Staub zu tun. Mittlere Lebenserwartung könnten wir uns an der nächsten Stelle nochmal angucken. Auch alles Dinge, die sozusagen konfundiert sind, mit Autoverkehr. Also mittlere Lebenserwartung von Männern ist in Oberhausen, ja, ich grüße alle Herren hier, ist in Oberhausen die geringste in ganz Nordrhein-Westfalen. Also machen Sie was oder machen wir was aus unseren letzten Jahren. Gut, nächste ist die Verkehrsfläche. Die Verkehrsfläche ist auch wiederum, wer hätte es anders erwartet, mit 17,4% die höchste, die können wir jetzt dann da auch lassen, mit 17,4% mit die höchste in ganz Nordrhein-Westfalen. Das ist auch nicht so schön. Und die nächste Grafik zeigt die Erholfläche. Die Erholfläche in Oberhausen beträgt für Sie 270 Quadratmeter. In Nordrhein-Westfalen ist es nicht ganz das Doppelte. Also das passt auch invers jetzt zur Verkehrsfläche. Da ist auch ein Mangel. Also das wird auch nicht besser durch mehr Autos. So, Erholfläche hat auch was mit Bewegungsmöglichkeiten zu tun und mit körperlicher Fitness. Deshalb habe ich mir mal Daten der Oberhausener Schuleingangsuntersuchung angeguckt, und zwar die Körperkoordination von Oberhausener Kindern. Ne, die müssen sich ja draußen bewegen und was aus sich machen. Das ist die schlechteste in ganz Nordrhein-Westfalen. Das ist bitter. Also die brauchen jeden Baum zum Klettern, würde ich mal sagen, damit die sich bewegen. So, die nächste Folie. Ich mache ganz schnell, Frau Oster. Aber diese 2 Sekunden immer kriege ich abgezogen, ne? Oder gut geschrieben, Nachspielzeit. So, die Frage ist jetzt, brauchen die Oberhausener eigentlich die Autobahn, um zu ihrem Arbeitsplatz oder sonst wohin zu kommen? Eigentlich gar nicht, weil die Oberhausener Mobilität ist Nahmobilität. Das heißt, wesentlich im Bereich dieser Städte und in einem Radius von ungefähr 10 Kilometer. Dafür brauche ich keine Autobahn, dafür brauche ich einen gut ausgebauten öffentlichen Personennahverkehr und vielleicht gute Fahrradwege. Ja, also danke. Ich kann noch mal sagen, Herr Johelka, Sie haben eben gesagt, Sie würden eine Stunde brauchen. Ne? Ich habe mal geguckt, ich habe früher in Mülheim gewohnt. Wenn ich nachher nach der Veranstaltung nach Hause fahren würde mit dem ÖPNV, ich würde 2 Stunden brauchen. Mit dem Auto 30 Minuten. Ich habe überlegt, gehe ich zu Fuß, dann bin ich vielleicht schneller. Okay, also Sie sehen, die meisten Ströme enden im Nahbereich und bräuchten eigentlich einen guten ÖPNV oder einen guten nächste Folie oder einen guten Radverkehr. Also die Radinfrastruktur in Oberhausen ist, ich bin eben hier ein bisschen durchgegangen, gewöhnungsbedürftig und entspricht eigentlich nicht mehr neuen Standards. Selbst neu gebaute Radwege als ADFC-Mitglied lassen mich ein bisschen schütteln. Es gibt bundesweit alle 2 Jahre einen sogenannten Fahrradklimatest, wo auch Oberhausen dran teilnimmt. Und was Sie sehen, die Werte in Oberhausen
das ist das Orange, sind schlecht. Die Leute beurteilen mit Schulnote 4,3, also unter dem vergleichbaren Durchschnitt mit sinkender Tendenz. Das sind Herausforderungen, glaube ich, die aus meiner Sicht auch eine gewisse Wichtigkeit haben neben dem Autoverkehr. Letzte Folie oder vorletzte, dann bin ich aber auch durch. So, ich habe die mal ganz sarkastisch überschrieben, Geld ist genug da, und habe wieder meinen Namensvetter zitiert. Da heißt es in einem Presseartikel, Klimaschutz, Bundeshaushalt sieht Milliarden für Autobahnen vor, Sparkurs bei Fahrrädern ist das Manager-Magazin. Man könnte fortsetzen, sagen, auch der Güterverkehr auf der Schiene wurde gekürzt, die Regionalisierungsmittel für den ÖPNV wurden gekürzt und Fahrradinfrastruktur wurde gekürzt. Also die Frage ist für mich, wohin geht das Geld und was sind die Prioritäten? Ich soll ja was zum Sozialen sagen. Wenn man auf Oberhausen guckt und sieht man, ein Drittel der Oberhausener Kinder lebt in Armut und hat wenige Zukunftschancen. Das sind unter 15-Jährige über 7.000. Und die Mittel, die diese Leute zur verkehrlichen Teilhabe haben, liegen im Monat bei 34%. Selbst wenn Sie das Schülerticket, selbst wenn Sie ein Ticket, ein Abo kaufen, kommen Sie aus Oberhausen nicht raus. Zone A an der Stelle. Also zumindest für Heranwachsende. Gut, was kann ich noch sagen? Diese vielen Milliarden im Verkehr, wir reden über 12 Milliarden, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, allein für die Autobahn AG. Wir reden im Moment aber auch über die Kindergrundsicherung über 0,5 Milliarden. Und das Jahrhundertprojekt der Großen Koalition für die Bildung, die Schulförderung in den Brennpunktschulen liegt bei 2 Milliarden im Jahr. Also da müssen wir uns wirklich an der Stelle fragen, was ist unsere Zukunft wert, was sind die Prioritäten, wo investieren wir? Allerletzte Folie, ganz versprochen, die Frau Oster guckt schon ganz kritisch, mit Recht. Allerletzte Folie. Also ich finde noch eine Fernbedienung, dann bin ich ganz durch. Die ganz Alten unter uns kennen das. Aus meiner Sicht gibt es viel zu tun. Packen wir es an, hat Esso mal gesagt. Im Sinne von Esso, also packen wir es an, finde ich richtig. Im Sinne von Esso habe ich mal drunter geschrieben, lassen wir es sein und kämpfen wir für eine saubere Mobilität in Zukunft. Danke. Herr Kerstin, vielen Dank. Ich glaube, Ihnen wurde verziehen, dass Sie am Anfang altersdiskriminierend was gesagt haben. Irgendwie. Ja, ich weiß, aber Sie wollten wahrscheinlich sagen, Sie hätten sich auch mehr junge Leute gewünscht im Publikum. Genau, okay, alles klar. Reden wir kurz über den Punkt ÖPNV. Wer keinen ÖPNV, der funktioniert und in der Nähe ist, zur Verfügung hat, ich glaube hier... im Viertel sind wahrscheinlich viele auch mit dem Auto unterwegs, weil es halt irgendwie mit dem ÖPNV nicht so einfach ist, habe ich gehört. Herr Schranz, wo liegen Ihre Prioritäten in Oberhausen? Die Frage wäre dann berechtigt, wenn die Stadt Oberhausen den Autobahnausbau planen würde, aber bekanntermaßen ist das ja ein Bundesvorhaben, dass der ÖPNV im Ruhrgebiet den Charakter einer Metropole, die wir immer versuchen zu sein, nicht einlöst. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Also wenn das Ruhrgebiet wirklich eine Metropole werden will, ist die Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs aus meiner Sicht dafür die wichtigste Aufgabe. Denn da ist der Abstand zwischen uns und anderen Metropolen in Deutschland, aber auch in Europa, tatsächlich der größte. So, woran liegt das? Das hat natürlich ganz viel mit Geld zu tun. Und da stimmt eben der Satz von Ihnen, Herr Kerstin, Geld ist genug da. Relativ betrachtet nicht, weil wir jetzt wieder ringen um die Frage, was bezahlt werden kann. Die Städte sind losgelaufen, finde ich in kleinen Bereichen, aber immerhin sind sie losgelaufen und haben mal geguckt, beispielsweise, wo sind Lücken im Netz zwischen Oberhausen und Duisburg, Oberhausen und Essen und so weiter, haben eine ganze Reihe von Maßnahmen identifiziert, haben die ans Land geschickt. Das Land hat gesagt, finden wir gut, bezahlen wir euch. Jetzt, wo es ums Einlösen dessen geht, fehlt genau das, nämlich das Geld.
Jetzt werden wir vertröstet, vielleicht klappt es 2025. Also da gibt es eine riesen Differenz zwischen der allgemeinen Erkenntnis, das muss besser werden, und der Bereitschaft, das System mit entsprechend Geld auszustatten. Und da alle die Haushaltssituation der Stadt Oberhausen kennen, und die ist bei allen anderen Ruhrgebietstädten ja auch nicht viel anders. Die Städte können es nicht, muss man ganz nüchtern sagen. So, was wir trotzdem tun, und das ist ja auch eine Antwort auf dieses Dilemma, ist, wir nehmen die Planungen für die Fortführung der Linie 105 wieder auf. So, das ist, wenn man so will, ja die Kehrseite zu der Diskussion, die wir hier beispielsweise heute Abend wieder führen, zum Autobahnausbau. Da haben wir in einem Bürgerentscheid ein negatives Votum gehabt. Da hat eine Mehrheit der Abstimmenden die Fortführung abgelehnt. Die Bindungsfrist dessen ist abgelaufen. Der Rat der Stadt hat vor einigen Sitzungen beschlossen, sich jetzt erneut auf den Weg zu machen und zusammen mit der Stadt Essen diesen Lückenschluss der Straßenbahnlinie bauen zu wollen. Das ist ein Beispiel dafür, dass es konkrete Schritte gibt, um den ÖPNV im Ruhrgebiet zu verbessern. Wir haben, ich würde ganz gern, damit wir hier nicht alleine nur reden. Lisa hat Meldung. Ne? Genau, die Fachleute haben jetzt schon ganz viel Zeit in Anspruch genommen und die eigentlichen Fachleute für Oberhausen sitzen hier, das sind Sie. Und da sind zwei ganz konkrete Fragen aufgetaucht in dem Bemühen, das Ganze auch wirklich mal ein bisschen mehr konkret auf das Thema zu bringen. Ich lese sie jetzt einfach so vor. Erste Frage, wo fällt der Lärm runter, wenn die Schallschutzmauer kommt in Kilometern hinter der Mauer? Wie viel Kilometer später fällt er runter? Der geht ja nicht geradlinig in die Luft. Möchte da direkt jemand drauf reagieren? Kann da jemand drauf reagieren? Herr Korte, wissen Sie was dazu? Wo Lärm ankommt hinter der Lärmschutzmauer? Keine konkrete Meterangabe machen, weil letztendlich ist es natürlich abhängig von der Höhe der Wand, von der Lärmemission, also von der Lärm. Ein Beispiel wäre gut. Mauer 5 Meter, wo fällt der Lärm runter? Abhängig von der Lärmemission, wenn Sie eine hochbelastete Autobahn haben, ich kann Ihnen keine Meterangabe geben, weil es Isophon sind, weil Sie den Lärm letztendlich auch direkt hinter der Wand auch hören, aber allerdings nicht so stark, und dann haben Sie so Isophon-Karten, weil er nach oben steigt und hinten wieder runterfällt. Aber eine Meterangabe kann ich Ihnen nicht machen. Dankeschön. Ich glaube, die Ansprüche der Leute, die unter dem Problem leiden, sind wesentlich konkreter. Da haben Sie eine Aufgabe, die Sie mitnehmen können. Zweite Frage, Homeoffice wurde während der Corona-Zeit angeordnet, politisch angeordnet. Wäre das eine politische Möglichkeit im Sinne der Gesundheit der Bevölkerung, solche Maßnahmen in einem weiteren Sinne auch jetzt wieder anzuordnen? Oh, den Aufschrei möchte ich, glaube ich, hören in der deutschen Gesellschaft, aber... Kann ich mit einem Satz beantworten, kann ich mir definitiv nicht vorstellen. Ich bin froh, dass wir in einem freien Land leben. In Krisensituationen wie Corona war es schwierig genug, solche freiheitseinschränkenden Maßnahmen zu verordnen. Wenn die nicht nötig sind, kann ich mir das auf keinen Fall vorstellen. Es gibt noch eine dritte Frage, die mit Sicherheit ein wenig Schwung hier reinbringen wird. Die ist ein bisschen provokativ. Geht der Politik die Gesundheit der Bürger am Arsch vorbei? Das ist grob formuliert. Aber ich finde, das hat insofern eine Berechtigung, eine solche Frage zu stellen, da es einen direkten Zusammenhang zwischen sauberer Luft und Wald gibt, zwischen Ökosystemen und der Menge von Ökosystemen, die noch vorhanden sind. Und ich denke, dass gerade in Oberhausen mit so wenig Grünraum ein Verlust eklatant sich auswirken würde im negativen Sinne. Und insofern finde ich eine solche Formulierung eigentlich auch mal ganz angebracht. Bitte schön. Tja, Herr Schranz, Sie sind wieder gefragt. Also mindestens für die Positionierung der Stadt habe ich ja vorhin versucht zu beschreiben, dass dieses Abwägen, dieses Ausbalancieren eine große Rolle gespielt hat und wir eben genau diese Hinweise auf, wir wollen eigentlich gar keinen Stärkrader Wald abholzen und wenn das passieren muss, dann so wenig wie möglich, ja ganz bewusst in die Stellungnahme reingeschrieben haben. Also wenn man jetzt auf unsere Positionierung guckt, kann man glaube ich nicht sagen, dass die Stadt das nicht interessiert, ganz im Gegenteil. Zur Wahrheit gehört, dass wir hier eine Differenz haben zwischen dem, was wir uns wünschen und was eine Mehrheit der Bevölkerung tut. Denn die Zahl der zugelassenen Fahrzeuge steigt sowohl deutschlandweit als auch bei uns in Oberhausen. Also wir reklamieren, es wäre schön, wenn sich das änderte,
Ich habe mir heute Mittag nochmal die Zahlen für uns geben lassen. Die Zahl der zugelassenen PKWs oder Fahrzeuge insgesamt in Oberhausen steigt in jedem Jahr weiter an. Wir sind jetzt in diesem bei 144.000 Fahrzeugen allein in Oberhausen. Ja, aber ne? Das klingt so, als wäre das eine total persönliche Entscheidung immer, Herr Juchelka. Das fehlen die Alternativen dann, nehme ich mal an, oder? Auch. Das ist die Frage, was wäre, wenn, die Frage ist auch beliebt, was, wie würden die Leute keine Autos mehr kaufen, wenn der ÖPNV kostenlos ist? Das sind Fragen, dafür gibt es Modellberechnungen, schwierig. Da will ich als Wissenschaftler bewusst die Finger von lassen, das ist unseriös. Wir haben einfach das Dilemma zwischen individuellem Verhalten, Verhaltenswünschen, gleichzeitig Raumnutzungskonflikten, wo wir irgendwie rauskommen müssen. Und ich glaube, kein Politiker in diesem Land wird wie in anderen Ländern vorschreiben müssen, wie Mobilität zu erfolgen ist. Wir haben aber ein Instrument bisher noch gar nicht diskutiert, und zwar das Thema des Marktes. Die Rolle von regulierenden Marktmechanismen. Ein LKW, der immer im Stau steht, dann wird irgendwer, werden Unternehmen auch mal überlegen, ob wir vielleicht andere Logistikkonzepte nehmen können, die besser funktionieren. Leider haben wir da in Deutschland ein System, das heißt Deutsche Bahn. Ob das als Alternative so gerade zukunftsfähig ist, möge jeder selbst entscheiden. Also wir haben hier so viele Stellschrauben, und das haben wir ja eben gehört. Es gibt hier nicht die eine Stellschraube, die ich nutzen kann, sondern sehr viele Faktoren. Aber ich möchte die Kurve zu einem anderen Satz kriegen. Wir sind doch hier eigentlich in einer sehr glücklichen Situation, meine Damen, meine Herren. Wir haben die Meinung hier im Raum der Initiative gehört zum Erhalt des Stegrader Waldes. Wir haben den Oberbürgermeister mit einem aus meiner Sicht sehr klaren Statement gehört, dass zwar eine Abwägungskomponente drin hat, aber auch da ganz klar ist. Wir haben auch Herrn Korte gehört, der nochmal das juristische Verfahren erläutert hat, das gerade im Prüfungsverfahren ist. Also wir haben hier nicht eine totale Konfrontationskonstellation, sondern wir haben doch die glückliche Situation, ja, auch die Initiative sagt, wir würden nicht komplett einem Ausbau widersprechen, aber wir möchten es anders lösen. Die Stadtverwaltung ist dafür. Die Autobahn GmbH sagt, ja, wir sind ausführendes Organ. Wenn man uns sagt, man soll das anders machen, dann machen wir das. So habe ich Herrn Korte verstanden. Herr Korte möchte nicht selbst entscheiden. Das tut er auch juristisch nicht. Jetzt ist die Frage, liegt es an Volker Wissing am Ende? Da würde ich jetzt fast den Oberbürgermeister fragen, wie sind denn die Kontakte nach Berlin von Oberhausen? Kann man da Einfluss nehmen oder liegt es an der falschen Partei? Das ist noch komplizierter, denn am Ende entscheidet das ja nicht Berlin, sondern entscheidet das lustigerweise Köln, weil die Bezirksregierung Köln die planfeststellende Behörde ist. Das heißt, am Ende kommt ein Stempel unter das Planfeststellungsverfahren einer für Oberhausen nicht zuständigen Bezirksregierung. Also wenn man jetzt anderen Europäern erklärt, wie wir so Bürokratie leben, kann man machen, muss man nicht. Ne? Frau Falke drängt es, und dann machen wir direkt weiter. Ich würde da gerne einhaken. Es gibt vielleicht schon eine Möglichkeit, dass Sie sich auch hier einbringen können. Und zwar steht auch jetzt die Bedarfsplanüberprüfung an. Die soll dieses Jahr noch veröffentlicht werden. Und da ist es durchaus so, dass da auch Druck im Ministerium gemacht werden kann, und gerade Sie als Oberbürgermeister können sich da auch schon noch mal für einsetzen. Okay. Luise, du hast neue Fragen oder Anregungen? Ja, wir haben ja hier drei Thementische. Dieses ist der Thementisch Gelb Stadtteile. Das heißt, das sind Leute, die direkt hier im Umkreis wohnen. Und da gibt es zwei Meldungen hintereinander, einmal von Herrn Filarski und einmal von Herrn Szczepanski. Stellt euch bitte kurz selber vor und dann geht los. Ja, mein Name ist Hubert Filarski. Sie hören alle, ich bräuchte das Mikrofon eigentlich nicht. Ich bin in diesem Arbeitskreis in mehrfacher Funktion tätig. Zum einen als Vertreter des Landesjagd- und Landesjagdverbands und der Kreisjägerschaft.
im Naturschutzbeirat bei der Stadt Oberhausen. Dazu möchte ich anmerken, da habe ich ein ganz großes Interesse, zum Beispiel am Verlust der Böschungsbereiche. Das wird nämlich überhaupt nicht hinreichend thematisiert. 22 Hektar, ich darf noch einmal erwähnen, ein Hektar sind 10.000 Quadratmeter. Wir sprechen über 220.000 Quadratmeter. Ein Hektar hat eine Kantenlänge von 100 Meter. Dann können Sie sich jetzt ausrechnen, wie viel Fläche an Bäumen, an Baumbestand und noch viel wichtiger an Gehölzen verloren. Blühende Gehölze, die die Nahrungsgrundlage für Insekten bildet. Wir können überhaupt noch nicht ermessen, wenn die Böschungsbereiche des gesamten Kreuzes bis an die Stadtgrenze nach Dienstlaken, bis an die Stadtgrenze nach Bottrop, wenn diese Böschungsbereiche verschwinden werden, welche Auswirkungen das, und das ist bei dem Bericht der Naturschützer von Frau Szymanowski überhaupt nicht erwähnt worden, wie sich das auf den Bestand der Fledertiere auswirken wird. Natürlich in diesen Büschen, Sträuchern und so weiter finden sich ungezählte Nester von Kleinvögeln. Sie alle wissen, wie wenig Garten wir auch selbst in Schmachtendorf besitzen und überhaupt im städtischen Bereich. Das wird den Kleinvogelbestand nicht nur zehnten, sondern halbieren, ist meine Prognose. Dann bin ich allerdings auch hier als Vertreter und Sprecher der Interessengemeinschaft Schmachtendorf. Sie wissen, da bin ich Mitgründer von. Das heißt, dass Schmachtendorf mir auch als Wirtschaftsstandort sehr, sehr am Herzen liegt. Und da muss ich sagen, was uns als Geschäftsleute in den Harnisch treibt, das sind die mangelnden Antworten, die uns unsere sogenannten Volksvertreter im Rat bieten. Es wird von keiner Partei auf uns zugekommen und mal gefragt, was habt ihr überhaupt für Alternativlösungen? Warum stellt ihr diese Forderungen, den Ausbau des Oberhausener Kreuzes überhaupt zurückzustellen, ganz zurückzunehmen? Da nimmt sich keiner mal die Zeit, uns dazu zu befragen. Herr Professor, Sie waren sicherlich im Jahre 2013 an dem Cluster beteiligt, an dem sich 170 Firmen, angefangen von der Deutschen Bahn, über den Rewe-Konzern, über, ja, wer alles so dazugehört, zur Wirtschaft, die Logistik benötigt, die sich Gedanken darüber gemacht hat, die Wettbewerbe ausgeschrieben hat, um überhaupt einmal Überlegungen anzustellen, wie sehen zukünftig Verkehre in diesem Ballungsgebiet aus, weil selbst auf dieser Ebene erkannt wurde, es kann so nicht weitergehen. Ich stelle fest, dass überhaupt nichts von dem, ich habe es sehr genau gelesen, überhaupt nichts von den Gedanken, die diese Unternehmungen, auch Forschungsinstitute, wissenschaftliche Forschungsinstitute, Fraunhofer und wie sie alle da sind, dass diese Erkenntnisse in ein Konzept eingeflossen sind, das bei der Landesregierung diskutiert wurde, das einmal Einzug in das Parlament gehalten hat, wo man dann diese Ideen, die dort geboren wurden, überhaupt diskutiert hat, ausdiskutiert hat. Da ist nichts von geschehen. Das werden Sie mir sicherlich nur bestätigen können. Dann gibt es weiterhin, es wurde das Thema Gesundheit angesprochen und es wurde uns aufgezeigt, wie ungesund wir als Schmachtendorfer leben. Die Schweizer bauen eine Autobahn, ganz genau, nachdem vorher festgelegt wird, welche Emissionswerte dürfen dort überhaupt erzielt werden. Da werden erstmal Untersuchungen angestellt, wie viel Reifenabrieb wird erzeugt, wie viel Feinstaub wird erzeugt durch den Asphaltabrieb. Man hat in den USA, in Massachusetts, eine ganz groß angelegte Studie erstellt, die die Krebserregung durch den Feinstaub von Asphaltabrieb bewiesen hat. Und dieses Gutachten
hat in den USA dazu geführt, dass man sehr, sehr viel Geld in die Entwicklung neuer Asphaltsorten gesteckt hat. Das alles spielt in Deutschland überhaupt keine Rolle. Und das will sich ein Oberhausener Politiker auch überhaupt nicht anhören. Und das bringt mich in den Harnisch. Und jetzt komme ich zur IGS. Wir haben für 2024, 2025 das neue städtische Straßen- und Wegekonzept bekommen. Da soll im Jahre 2025 die Forststraße angegriffen werden, es soll die Genterstraße angegriffen werden und noch einige andere Straßenzüge. Hat übrigens auch damit zu tun, dass das erstellt werden musste, damit da noch die sogenannten Gebühren erhoben werden können. Dann wollen Sie 2025 damit beginnen, die Autobahnböschungen abzuräumen. Sagen Sie den Menschen, was Sie für einen Verkehr erwarten. Die Transporter zum Abtransport, die LKWs, etc., etc. Brückenbauwerke dauern in Deutschland 5 Jahre mindestens. Es wird erneuert oder soll erneuert werden, die Brücke über die Schmachtendorfer Straße vom Buchenweg etc. pp. Was wird aus unserem Stadtteil? Wir sind mausetot, Herr Schranz. Wir sind mausetot. Herr Filarski, ich mache mal kurz eine Pause, weil ich glaube, es ist total rübergekommen, was gesagt ist für Sie. Vielen Dank auch für dieses emotionale Statement. Ich glaube, zumindest heute Abend haben ja die anwesenden Politiker oder Volksvertreter das mitbekommen. Vielen Dank, Herr Filarski. Herr Schibanski, wollen Sie da noch kurz was zu? Ich bitte wirklich darum um Kürze. Ja, ich versuche mich kurz zu fassen, geht auch ein bisschen in eine andere Richtung. Ich darf mich kurz vorstellen für die, die mich nicht kennen. Ich bin Vorsitzender des Heimatvereins, das ist die Abkürzung für Verein für Verkehr und Heimatkunde Oberhausen-Schmachtendorf. Und wenn Verkehr auf Heimatkunde trifft, ist natürlich hier für dieses Thema ganz gut, weil gerade auch die Frage kam, geht denn die Gesundheit der Politik, naja, ich wiederhole es jetzt nicht, an einem gewissen Körperteil vorbei, würde ich so jetzt nicht bestätigen wollen, aber die Mühlen der Politik mahlen zumindest langsam. Wenn ich hier so auf ein Papier blicke, was der damalige Oberstadtdirektor Uecker dem Stadtverordneten aus Schmachtendorf Reinhold Zahlt geschickt hat, datiert vom 15.03., hören Sie genau zu, 1978. Vom Landschaftsverband Rheinland in Köln wurde am 10. März 1978 auf telefonische Anfrage mitgeteilt, dass der Landschaftsverband vom Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr angewiesen worden sei, aktive Lärmschutzmaßnahmen an bestehenden Bundesfernstraßen, so auch an der Holland-Autobahn, vorzubereiten. Mit der Durchführung kann jedoch erst begonnen werden, etc., wenn die Mittel dafür im Haushalt 1978 zur Verfügung stehen. Der ministerielle Erlass für diese Bundesfernstraßen im Bestand ist dann vom 20. November 1978 beschlossen worden. Herr Schranz, Sie haben es ja gerade gesagt, die Lärmsanierung ist freiwillig. Da muss man aber auch mal fragen, gerade in Richtung unserer Landtags- und Bundestagsabgeordneten, sind beide heute Abend leider nicht hier. Ist es denn sinnvoller, in diesen Zeiten 275 Millionen plus X, da sprechen wir über eine Zahl aus dem Jahr 2020, die ist heutzutage überholt durch Tariflohnerhöhungen und Baumaterialpreissteigerungen, dieses Geld zu investieren, den Verkehr zu erhöhen, die Baumaßnahmen zu erhöhen oder Geld in die Hand zu nehmen und diese Lärmsanierung voranzubringen, die den Leuten seit fast 50 Jahren zugesagt wurde. Und übrigens erst, ich lese jetzt nicht alle 17 Seiten vor, die ich hier recherchiert habe. Bitte nicht. Nein, habe ich auch nicht vor. Und diese Verknüpfung, dass der Lärmschutz nur kommt, wenn der Ausbau kommt, ist ein Beschluss aus dem Jahre 2009. Die Antwort auf die Frage, die gerade gestellt wurde, können Sie sich, glaube ich, damit selber geben. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, vor allem, es wäre total schön, wenn jetzt auch mal die jüngeren Leute zu Wort kommen könnten, wenn Frau Oster das noch kurz möglich wäre. Ja, sicher, klar.
Ja, hallo zusammen. Ich bin Linda, ich bin aktiv bei Fridays for Future und Steffi Leibler, also der Orga, die auch die Klimacamps und so um den Protest rundherum organisiert. Und ich habe eine Frage an Herrn Schrank. Sie sind ja nicht nur Oberbürgermeister, sondern Sie sind ja auch Mitglied bei der CDU. Und die CDU in Oberhausen hat die Tendenz zu argumentieren, dass der Autobahnausbau Klimaschutz sei. Und ich würde Sie fragen, auf welche Studien Sie sich darauf berufen. Tatsächlich versuche ich ja, das Amt, das ich ausfüllen darf, so auszufüllen, wie man es aus meiner Sicht ausfüllen sollte. Nämlich indem man sich nicht zum Sprecher seiner eigenen Partei macht, sondern versucht, das zu vertreten, was ja, der Rat der Stadt beschließt, was die Stadtverwaltung tut und vielleicht auch was meine eigene politische Überzeugung ist. Ich würde tatsächlich nicht so weit gehen und würde es mir nicht so eigen machen, dass der Bau oder der Ausbau von Autobahnen aktiver Klimaschutz ist. Was für mich das wesentliche Argument ist, habe ich vorhin schon gesagt, wir bekommen keinen Lärmschutz ohne diesen Ausbau. Und wenn ich was für die Verbesserung der Situation in Oberhausen am Norden tun will, kriege ich das nur auf diesem Wege ohne den Ausbau nicht. Das heißt, Sie wissen nicht, auf welche Studien Ihre Partei, für die Sie ja auch kandidiert haben, für die Sie ja quasi dann auch hier in Oberhausen aktiv sind, Sie wissen nicht, worauf die Ihre Statements beruft. Ich sagte ja, ich würde mir diese Position selber nicht nur im Amt, sondern auch persönlich nicht zu eigen machen. Also wissen Sie es nicht, okay, danke. Es gibt noch einen Beitrag von der Entschuldigung, Frau Fein. Wie sieht es denn aus mit der Lärmaktionsplanung 2024 hier in Oberhausen? Wie weit ist der Stand vom Lärmaktionsplan? Wäre das nicht eine Möglichkeit, dort auch die Lärmschutzmaßnahmen mit einzubringen? Ja, nur die Stadt Oberhausen wird den Lärmschutz an der Bundesautobahn nicht errichten können. Ne? Also wir bemühen uns mit dem Lärmaktionsplan seit mehreren Jahren, kann man das auf den Straßen unserer Stadt auch sehen, sowohl in dem Lärmschutz optimierter Asphalt eingebaut wird, aber auch in den Tempolimits verhangen werden. Wie begrenzt das Instrument ist, sieht man bei uns aber auch. Denn wir fangen an, auf Straßen in der Nähe der Autobahnen, bei denen der Lärmschutz fehlt, Tempo 30 anzuordnen, um damit die Belastung der unmittelbaren Anwohner zu reduzieren. Das eigentliche Problem kommt wo ganz anders her. So, da bin ich sofort bei der Forderung zu sagen, wir brauchen aktiven Lärmschutz freiwillig. Die Realität ist, wir bekommen ihn nicht. Deshalb ist es aus meiner Sicht tatsächlich ein Argument für diesen Ausbau, so ärgerlich und verwerflich der Grünverzehr in stärkerer Weise ist. Das eine hebt das andere nicht auf. Was haben Sie denn konkret bis jetzt unternommen, um diese freiwillige Lärmschutzmaßnahmen zu erwirken ohne den Ausbau? Also ich frage das jetzt hier so als naive Wissenschaftlerin, die nicht aus Oberhausen kommt. Ich möchte da direkt anschließen mit einer Frage aus dem Publikum, die sich genau auf das bezieht, nämlich sind die Ruhrgebietsstädte zu leise und zu brav? Wenn die Bayern schreien, dann bekommen sie Geld. Kann das Ruhrgebiet genauso machen? Was ich tatsächlich teilen würde, ist die Einschätzung, die Herr Kerstin vorhin vorgetragen hat, dass wir besonders betroffen von diesem Lärmproblem sind. Denn tatsächlich ballen sich bei uns die Verkehrswege, sowohl die Autobahnen als auch die Bahnstrecken. Und deswegen wäre es hoch angemessen, hier zu starten mit einer freiwilligen Lärmsenkung. Rufen Sie laut genug. Genau. Die Frage ist nur, machen wir uns nichts vor, reicht das laute Rufen einer Stadt im Ruhrgebiet, des gesamten Ruhrgebietes insgesamt aus? Das Ruhrgebiet ist doch ganz toll vernetzt. Rufen Sie laut genug? Ganz konkrete Frage. Ja, selbst wenn alle Wählerinnen und Wähler des Ruhrgebietes ihre Wahlentscheidung bei der nächsten Bundestagswahl nur von dieser Frage abhängig machen würden, wird das, glaube ich, Berlin nicht ausreichend erschrecken. Herr Kersting, so möchte. Realistisch muss man, glaube ich, sein. Herr Kersting, bitte. Ja, vielleicht mal kurz, Herr Schanz, weil Sie mich auch angesprochen haben mit dem Problem des Ruhrgebiets und vorhin auch gesagt haben, wir sind eigentlich in so einer Vergeblichkeitslücke, was die Finanzen betrifft, weil wir haben kaum Spielräume. Das ist das Problem. Wie geht man damit um? Also ich muss als Baden-Württemberger sehr ruhig sein an dieser Stelle, weil mein neuer grüner Ministerpräsident Kretschmer hat in dem Moment, wo im Zuge von Corona auch die Entschuldung der Kommunen gefordert wurde von Scholz, hat er gesagt, nö,
haben wir jetzt nichts mit zu tun. Wieso sollen wir eigentlich als Baden-Württemberger Bürger mit unserem Steuergeld die verfehlte Politik im Ruhrgebiet bezahlen? Also wenn es sonst, ja, wörtlich, ich kann Ihnen das zitieren. Also da frage ich mich, wie wird Politik gemacht und welche Interessen sind da eigentlich im Spiel? Und das Problem Überschuldung ist ja nicht seit gestern da, sondern es gibt es ja seit 30 Jahren. Ich habe ja im Ruhrgebiet lang genug gearbeitet, in der Stadtverwaltung. Und ich habe immer gesagt, Leute, ihr müsst eigentlich nicht nach Berlin ziehen zum Staatssekretär und sagen, wir müssen raus aus der Schuldenfalle, sondern ich finde, gerade im Ruhrgebiet müsste man eigentlich Plakate und Fahnen an die Rathäuser pflastern. Wir lassen uns nicht kaputt sparen, wir brauchen Spielraum. Und Kinderarmut 30% und aufsteigende Tendenz, wenn das die Zukunft, wenn man sagen, Kinder sind die Zukunft und das die Zukunft ist, dann kann ich wirklich nur sagen, gute Nacht. Noch eine kurze biografische Bemerkung. Ich bin vor 3 Jahren nach Baden-Württemberg gezogen, weil ich die Freiheit hatte, mobil zu sein. Und was für mich eine Rolle spielte, war die kaputte Infrastruktur im Ruhrgebiet. Ich gehe gerne schwimmen und mache gerne Sport. Zeiten sind verkürzt worden, die Schwimmlehrer, die Bibliothekszeit ist verkürzt worden. Und den letzten Ausschlag hat dann die Entscheidung der Ruhrbahn gegeben, den ÖPNV in diesen Zeiten um 30% zu kürzen. Nicht die Gehälter der Vorstandsvorsitzenden, sondern den ÖPNV. Und das ist eine Herunterwirtschaft in dieser Region. Ich finde, da muss Politik sehr viel unverhaltener reagieren. Ich möchte nur noch mal auch den hinteren Teil, ne? Also wenn Sie eine Wortmeldung haben, winken Sie massiv, also Sie sieht das vielleicht nicht mit dem Hinterkopf, aber melden Sie sich gerne zu Wort. So, du hast, wer nächster Gesprächspartner? Ja, der nächste Gesprächspartner ist der Herr Dieterding von der Evangelischen Kirche, Superintendent. Hallo, Herr Dieterding. Über 2 Jahrzehnte Gemeindepfarrer hier in Schwachtendorf. Insofern also auch wirklich hier verwurzelt, verortet. Ich möchte nicht alles sagen, was mir durch den Kopf geht, oder das wäre abendfüllend. Das würde viel zu weit führen. Aber ich möchte 3 kurze Punkte benennen, die mir heute Abend nochmal wichtig sind. Ein Punkt geht an Sie, Herr Schwarz. Sie haben was über den ÖPNV in Oberhausen gesagt und dass wir den nicht verbessern können, ohne massiv Geld in die Hand zu nehmen. Gebe ich Ihnen grundsätzlich sogar recht. Aber wenn man die Metropolregion Ruhr betrachtet, und den ÖPNV nicht mehr in die Hände der Kommunen legen würde, sondern in die Hand des Kommunalverbandes, ist einfach mehr. Dann könnten wir mit dem jetzigen Geld einen wahnsinnig viel besseren ÖPNV herstellen, als wir das im Moment haben. Das würde nicht mal viel mehr kosten. Da bitte ich Sie, dran zu arbeiten. Wir können das als Stadt nicht alleine schaffen, aber als Region schaffen wir das. Das ist mir ein wichtiger Punkt. Denn ein guter ÖPNV, das ist heute Abend, glaube ich, klar geworden, ist eine Voraussetzung dafür, den Autoverkehr zu reduzieren. Und das ist damit eine gute Voraussetzung für bessere Gesundheit. Der zweite Punkt, Herr Kortoke, an Sie, das hat mich sehr geärgert, das möchte ich nicht verhehlen. Sie haben eine Kritik gehört vom BUND, der gesagt hat, Sie wollen Ihr Projekt aussetzen auf Prognosen, die die Zukunft betreffen. Wir als BUND, oder ich bin kein Mitglied vom BUND, aber der BUND fordert, das nicht aufgrund von Prognosen zu machen, sondern aufgrund von Zielsetzungen zu machen. Ihnen sage ich heute Abend, Sie haben keine Ziele, Sie werden auch niemals Ziele erreichen mit dem, was Sie tun, sondern Sie werden nur Ihren Prognosen hinterherlaufen. Und das werden Sie in 20 Jahren immer noch tun und werden immer neue Prognosen entwerfen. Und ich glaube, dass viele von diesen Prognosen Interesse geleitet sind. Also, wenn Sie sich keine Ziele setzen, werden Sie auch keine Ziele erreichen. Nicht mein persönliches Fazit, ich habe heute Abend kein Argument gehört, um für den Ausbau des Autobahnkreuzes zu sein. Kein einziges. Es geht jetzt wieder Schlag auf Schlag. Herr Baum von der FDP und Herr Lütte vom BOP. Auch hier die Bitte, bitte kurz halten. Ja, ich versuche mich kurz zu halten, aber ich möchte jetzt auch in gewisser Art und Weise meine Gegenposition stellen, damit Herr Dieterding vielleicht auch ein Argument für den Ausbau heute Abend gehört hat. Und da möchte ich gerne auch mal ein paar Zahlen zu sortieren und einige Dinge, die wir jetzt wirklich lange gehört haben. Als erstes muss ich da einmal zu Ihnen, Herr Kersting, kommen. Sie sind heute als Experte
bei uns und Soziologe und haben uns hier gerade Zahlen gezeigt, dass wir die höchste Männersterblichkeit haben in, oder eine sehr frühe, geringe Lebenserwartung bei Männern haben und eine sehr schlechte Koordination bei Jugendlichen. Und es kriegt den Dreh. Sie haben den Satz nicht direkt ausgesprochen, aber haben danach gesagt, ja, und deshalb müssen wir den Ausbau des Autobahnkreuzes verhindern, weil diese Werte schlecht sind. Das wurde, ja, bitte, kommt zu uns, ja? So. Dann zu Ihnen, Herr Filaski, muss ich nämlich auch einmal etwas sagen, denn das verletzt mich ein bisschen als jungen, engagierten Politiker, der sich auf seine Website schreibt, ich spreche mit jedem, der ein Anliegen hat. Wir haben das übrigens als FDP insgesamt vor ein paar Wochen auch mit dem Bündnis und Frau Schimanowski gemacht. Die waren über eine Stunde bei uns in der Gruppensitzung zu Gast, haben ihre Anliegen und Argumente vorgetragen. Ich war selber schon einmal zum Ortstermin. Ich komme überall hin, ich spreche mit jedem und das waren schon sehr, sehr harte Vorwürfe, die Sie hier haben. Auch heute Abend sitzen die Politiker, die hier sitzen, ehrenamtlich in ihrer Freizeit nach einem langen Unitag, kommen die hier hin. Da ist es blöd, wenn man von ihnen dann noch einmal beschimpft wird quasi und sie da sagen, die wollen sie nicht ernst nehmen und wollen ihr Anliegen nicht hören. Ich höre ihr Anliegen sehr gerne und versuche mich auch jetzt damit zu beschäftigen, auch wenn ich hier nicht viel zu gewinnen habe. Dann möchte ich einmal zu euch kommen, denn ihr habt so scharf kritisiert, dass die CDU die positiven Klimafolgen des Ausbaus auch nach vorne stellt. Ich würde euch ganz gerne einmal fragen, ob ihr wisst, wie viel Prozent der Emissionen, die jährlich von den Oberhausenern ausgestoßen werden, denn überhaupt in den betreffenden Flächen des Stärkraner Waldes jedes Jahr aufgenommen werden können. 0,5% sind das. Also wenn wir es als Oberhausener schaffen würden, unsere Emissionen jährlich um 1% zu senken, hätte das einen doppelt so großen Effekt auf die CO2-Emissionen dieser Stadt, wie wenn wir den Stärkrader Wald erhalten können. Diese 5000 Buchen, die häufig in der Diskussion genannt werden, haben bei einem Durchschnittsalter von 80 Jahren eine durchschnittliche CO2-Speicherkapazität oder Kohlenstoffspeicherkapazität von je einer Tonne, also insgesamt 5000 Tonnen. Klingt wahnsinnig viel, ist aber ungefähr so viel CO2, wie durch eine Laufzeitverlängerung der 6 letzten Atommeiler in Deutschland von 35 Minuten gespart werden hätte können oder so viel, wie während 6 Linienflügen Frankfurt-New York emeritiert wird. Also die Klimafolgen sind wirklich im wissenschaftlichen Sinne schlichtweg nicht signifikant. Ich verstehe jeden Menschen, der sagt, ihm liegt der Stärkrader Wald am Herzen, aber dann zu argumentieren, dass das einzig und allein am Klimawandel liegen würde und dass das das große Argument ist, nein, das ist ein vorgeschobenes Argument. Dann, Herr Baum, auch Sie bitte kurz. Ja, ein Satz noch. Wir haben ganz wenig von der Gegenseite gehört. Deshalb darf ich ja, ist egal, sagen. Trotzdem kurz. Ja, genau. Das ist eine ausgewogene Debatte. Den Satz muss ich noch machen. Wir haben über die Varianten gesprochen. Variante 5 ist deutlich kostenintensiver. Das steht auch in keinem Verhältnis. Wenn wir dann nur 20% Teuerungsrate haben, dann sorgt das auch dafür, dass wir jeden Baum mit 10.000 Euro bezahlen müssen. Das steht aus meiner Sicht in keinem Verhältnis. Deshalb stehen wir für die 4. Ich möchte darum bitten, dass jeder Respekt gehört wird, jede Meinung. Und ich lasse, natürlich kann auch die Gegenmeinung hier ausführlich zu hören sein. Ich bitte ja jeden um Kürze. Also es hat jetzt nichts mit Ihnen zu tun, dass Sie anderer Meinung sind. Frau Reike möchte, glaube ich. Ja, ich weiß, aber ja, bitte. Also ich würde jetzt einfach mal auf einer sachlichen Ebene darauf antworten wollen. Natürlich kann man sich im Klein-Klein verlieren und jede einzelne Maßnahme hinterfragen und die Nutzung, die Fähigkeit des einzelnen Baums betrachten. Aber wenn wir uns anschauen, wie der Verkehrssektor sich im Klimaschutz schlägt, das ist halt sehr, sehr traurig. Es ist so, dass wenn alle den Klimawandel so verschleppen würden wie der Verkehrssektor, dann würde sich die Erde um 3,1 Grad erhitzen. Und da zählt eben jede Planung des Bundesverkehrswegeplans mit rein. Und natürlich, wenn man die runterrechnet, sind sie nicht so bedeutsam, aber insgesamt sind sie 4,5 Grad so hoch, wie sie eigentlich sein sollten. Ich finde, wir haben so und so diesen Aspekt
Auch das ist ja ein Argument im Bürgerantrag. Und Sie haben sicherlich auch gestern Nachrichten gesehen, haben das Urteil des Menschenrechtshofs gehört. Genau, jeder hat ein Grundrecht darauf, vom Staat den Schutz vor den Folgen des Klimawandels zu erwarten. Das könnte jetzt noch ein Aspekt sein, über den wir sprechen. Ich weiß nicht, Luise, wie sind die Statements, die, welche Richtung geht das, was du auf deinem Kärtchen stehen hast? Da geht es jetzt nicht um Kärtchen, sondern hier sind einfach noch eine Politikmeinung und zwei Meinungen vom Bündnis. Dürfte ich noch auf den anderen Punkt eingehen? Kurz bitte auch. Bitte ja, kurz. Sehr kurz. Liebe FDP, also in NRW müssen wahnsinnig viele Brücken saniert werden und da sind wir uns alle einig, das sind 900 Stück. Und die Autobahn GmbH ist wahnsinnig schnell, weil sie 40 pro Jahr schon restauriert. Und da muss man auch mal sagen, Respekt, mit dem Personalmangel das zu schaffen. Aber es müssten, damit man in 10 Jahren fertig wird, 90 pro Jahr sein. Und wir reden hier über den Ausbau und die Erweiterung einer Autobahn, obwohl wir es nicht mal schaffen, alle Brücken zu sanieren. Also da soll ich auch... des Erhalts mal bewusst sein, bevor es jetzt hier darum geht, das zu sparen, was die günstigere Variante bedeuten würde. Da würde ich einfach vorschlagen, ein Ratsbeschluss, dass die Region Oberhausen dieser Autobahnausbau gar nicht möchte, eine Überlegung der Alternativen, Tempolimit, Standstreifennutzung, vielleicht Blockade von LKWs zu bestimmten Uhrzeiten, um den Stau zu vermeiden, damit die Bürgerinnen und Bürger auch wirklich was davon haben. Und dann bräuchte man dieses Geld gar nicht in die Hand nehmen und könnte das in Brückensanierung stecken. Bevor Frau Falke sich noch eine Frage redet heute Abend, eine Frage noch stellen. Ich glaube, die ist Michael Korte, wie ist überhaupt die Priorität des Ausbau des Autobahnkreuzes? Über was reden wir da eigentlich? Da wo steht das auf der Prioritätenliste? Gibt es auch die Frage, wie ist überhaupt der Sachstand in Bezug auf das Planfeststellungsverfahren? Okay. Erstmal, Herr Korte, bitte. Bei der Prioritätensetzung der Autobahn, unser neuer Geschäftsführer hat es uns letztens auch nochmal eingiebig mitgeteilt, ist Brücken. Das sind die ersten drei Prioritäten. Und von daher, was Herr gerade sagte, Brückensanierung, ja, 40 haben wir schon geschafft, das ist tatsächlich eine enorme Leistung. 90 müssen wir schaffen, von daher werden unsere Prioritäten in den Brückenbau natürlich erstmal setzen. Okay, danke. Die zweite Frage, die haben wir jetzt akustisch gar nicht verstanden. Es sind tatsächlich noch drei Leute davor. Okay. Ich möchte mich weiter rausschieben. Es tut mir wirklich leid, dass ich hier die Domina machen muss. Aber mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, wir machen jetzt noch diese drei. Ja? Wenn es jemand noch unter den Nägeln brennt, bitte jetzt melden. Dann machen wir noch eine ganz kurze Geschichte zum neuen Bürgerantrag von Szymanowski. Und dann würde ich sagen, müssen wir leider Schluss machen. Also, bitte. Ich hätte fünf. Ja, oder fünf. Fünf kurz. Ich mache auch ganz kurz. Ulrich Lütte, Bündnis Oberhausen und Bürger. Im Rat der Stadt Oberhausen ist vor kurzem ein Antrag gestellt worden, den Stärkrader Wald, der der Stadt gehört, wenigstens diesen Teil nicht zu verkaufen. Ich hätte es toll gefunden, wirklich toll gefunden, wenn die gesamten anwesenden Ratsdamen und Herren gesagt hätten, das ist erstmal eine Maßnahme. Wir wissen alle, hat nur eine aufschiebende Wirkung, weil der Bund kann uns natürlich oder kann die Stadt enteignen. Aber das dauert etwas. Und wenn ich so höre, dass Brücken vorne sind, könnte es ja im Bereich des Möglichen sein, dass wir erst ab 2040 anfangen mit dem Autobahnkreuz. Man weiß es nicht. Das Grundlegende ist eigentlich, wenn man das mal richtig überlegt, weshalb haben wir solch einen riesigen Verkehr und gerade Lkw-Verkehr auf der Straße. Da hat sowohl die Politik als auch einige andere ganz heftig versagt. Nämlich auch die Unternehmer, in denen sie nicht hingegangen sind und haben gesagt, wir machen so wie früher große Lager. Die haben die Lager auf die Straße verlegt, dementsprechend fahren die LKWs über die Straße und sorgen selbstverständlich für
alle möglichen Staus. Hinzu kommen noch die ganzen kleinen Lieferanten, egal wer es ist, DHL, UPS und wie sie alle heißen, die auch jetzt dadurch, dass die Menschen fauler geworden sind oder zu alt geworden sind, um selbst in die Stadt zu fahren und das Teil da zu kaufen und nach Hause zu nehmen, sich bestellen. Internet ist so einfach. Ich bestelle auch hier und da was im Internet, aber ganz wenig. Herr Schwanz, Sie haben vorhin gesagt, Oberhausen hat 144.000 Fahrzeuge. Da frage ich mich ganz ernsthaft, kann das sein? Meine mir Angetraute und ich, wir fahren ein Fahrzeug. Wir haben in Oberhausen, wenn ich das so richtig im Kopf habe, zurzeit 215.000 Einwohner. Wenn wir 35.000 Kinder runterrechnen, dann müsste fast jeder Haushalt mindestens zwei Fahrzeuge besitzen. Oder jeder, der da wohnt, müsste ein Fahrzeug haben. Kann das denn stimmen? Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen. Stimmt, die stehen ja alle auf der A3 hier. Okay. Gut. Was? Ja, okay. Eine Minute noch, dann bin ich durch. Keine? Norbert Axt hat gesagt, ich soll nicht so viel labern. Ja. Was vorhin vielleicht so gesagt worden ist mit die, das bisschen Bäume. Ich habe mich von der Conny mal unterrichten lassen, wie viele Bäume auf einem Hektar stehen. 400. Und wenn man 10, 11 Hektar abholzt, sind das die 4.400 geschätzt, gerechnet. Das ist die Auskunft von unserem Förster, unserem Stadtförster. Und wenn man dann auch die Bäume nimmt, die am Straßenautobahnbegleitfeld werden sollen, dann kommt man natürlich auf die 5.000. Und wenn man dann anzweifeln hört, ist schade, dass der Vertreter der CDU heute nicht da ist, vom Umweltausschuss, der dann gesagt hat, die Unterschriften, wer weiß, wo die hergekommen sind, das ist doch für meine Begriffe vollkommen egal. Und wenn die Leute aus Bayern kommen und sagen, das ist eine Sache, die wir mit unterstützen, ist doch in Ordnung. Schönen Dank. Ich finde dieses Argument, dass der Verkehr, der fließt, für Klimaschutz sorgt oder de facto Klimaschutz schon ist, durchaus spannend. Denn wäre es wirklich so, dass nun mal Autobahn der Klimaschutz als solcher sein, müsste doch eigentlich Deutschland Vorreiter im Klimaschutz sein. Stattdessen verfehlt Deutschland das Klimaziel, das Pariser Klimaabkommen, die selbst gesteckten schwachen Klimaziele Jahr um Jahr, fataler um fataler. Und am allermeisten sticht der Verkehrssektor hervor, natürlich auch mit Volker Wissing, aber auch natürlich unter der fatalen Verkehrspolitik davor. Abgesehen davon finde ich total spannend, dass der Aspekt hier in der Runde deutlich wurde, dass dieser Ausbau natürlich ein Ausbau ist, der vor allem diejenigen trifft, die sich leisten können, Auto zu fahren und mehrere Autos auch zu besitzen. Und ich glaube, ich soll mich ja kurz fassen, ohne jetzt da großartig weiter auch irgendwie auf diese, ja, fast schon Bügeleien, ob das jetzt wirklich irgendwie 4.400 oder 5.000 oder vielleicht doch nur 4.350 Bäume sein, einzugehen. Und auch ohne jetzt einen Schandspieler adressieren zu müssen, der so ungern adressiert wird, wenn es um Verantwortung geht, würde ich doch an dieser Stelle einmal Sie alle auffordern, und zwar nicht als Vorwurf, sondern ganz im Gegenteil, als Ermutigung aus so einer solchen Runde, sich nochmal bei Ihren Parteien zu melden. Und wenn jetzt dieser Bürgerantrag neu gestellt wird, dann nochmal anzuklingeln, zu überlegen, wer ist nochmal mein Vertreter, wer ist nochmal der Politiker, der ja mit allen spricht, dann nochmal anzuklopfen und freundlich nachzufragen, Hallöchen, bitte, bitte lasst doch ständig stehen. Und ich glaube, dann können wir doch auch mal wieder dahin kommen, dass das, wozu ja die ganze Zeit eigentlich Parteien ja auch sagen, ja, wir brauchen hier die Rückendeckung, wir brauchen hier die Partizipation, dass wir zeigen können, die existiert damit, dass wir heute hier sitzen, die existiert bei uns jungen Menschen, die wir ja auch hier sitzen, und dass wir dann einfach mal sagen können, okay, wir stellen uns hier so einen Bürgerantrag, der jetzt mal abgestimmt werden soll, und wir machen auch mal ein bisschen Telefonterror oder E-Mail-Terror oder persönlichen Terror bei unseren VertreterInnen und hoffen, dass so ein Bürgerantrag durchkommt. Und abgesehen davon würde ich Sie alle gerne einmal zum kommenden Waldspaziergang an diesem Sonntag stärker einladen. Der geht um 12 Uhr los. Ja, ich würde eine Sache, die
gerne so zweiteilig mal ein bisschen grundsätzlich fragen. Und zwar habe ich einerseits jetzt häufiger gehört, die Prognosen geben höheres Verkehrsaufkommen her, deshalb muss da jetzt eine höhere Straße her. Andererseits wurde es ja bereits angesprochen, dass es Studien gibt, die zeigen, dass mehr Straße zu mehr Verkehr führt. Aus meinem Studium kann ich sagen, in der Abfallwirtschaft sieht es ähnlich aus, wenn man größere Container zu den Häusern stellt, werfen die Leute interessanterweise mehr rein. Daraus kann man doch mal schließen, dass wir nicht den Prognosen hinterherlaufen sollten, sondern dass es anscheinend so läuft, dass die Infrastruktur, die da ist, dann auch auf diese Weise genutzt wird, wie sie da ist. Und da würde ich fragen, fehlt der Politik so ein bisschen der Gestaltungswille dabei? Ich wollte direkt an Herrn Schanz gerichtet. Sie sagten ganz am Anfang, der Lärmschutz ist keine verpflichtende Maßnahme und deshalb geht er nicht. Also, weil es keine Pflichtaufgabe ist, geht es nicht. Das wirkt für mich so ein bisschen, als würde hier das absolute Minimum gemacht werden. Und um nochmal einen kleinen bisschen Schritt weiter zu gehen, vielleicht noch ein bisschen zu provozieren. Sie sagten vorhin auch, wenn alle WählerInnen hier im Ruhrgebiet ihre Wahlentscheidung nur davon abhängig machen würden, würde das wahrscheinlich erstmal nicht viel daran ändern. Ob das jetzt von Ihnen nicht so beabsichtigt war, aber es ruft grundsätzlich den Eindruck hervor, dass die Wahlentscheidung hier erstmal blöd gesagt anscheinend scheißegal ist. Ich hoffe, dass Sie es nicht so gemeint haben, denn wenn es so ist, dann haben wir ein eklatantes Repräsentations- und Demokratieproblem in diesem Land und das wäre sehr schade. Okay. Wollen Sie was drauf sagen? Klar. Ich schätze sehr, dass wir das so offen und, wie Frau Szymanowski vorhin gesagt hat, auch kontrovers diskutieren. Dazu gehört eben auch unterschiedliche Meinungen festzustellen. Und wenn ich sage, ich mache mir etwas nicht zu eigen oder ich glaube, dass das nicht der richtige Weg ist, dann hat das nichts mit mangelnder Bereitschaft zur Lautstärke, mangelnder Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme zu tun, sondern dass ich ihre Einschätzung nicht teile. Und das gehört eben auch zur Demokratie, dass ich da inhaltlich anderer Auffassung bin. So, insofern ist, glaube ich, auch klar, dass ich nicht meine, wir haben ein Demokratiedefizit und wir sollten alle nicht mehr wählen gehen. Natürlich sollten wir das. Daraus wird aber leider Gottes nicht folgen, dass der Deutsche Bundestag beschließt, dass es ein freiwilliges Lärmsanierungsprogramm an den Bundesautobahnen gibt. Okay. So ehrlich und realistisch muss man auch sagen. Nee, dafür sind wir heute Abend miteinander zu diskutieren. Jetzt haben wir noch Sie. Ja. Entschuldigung, und Sie ganz kurz. Ja, jetzt weil der Herr Flaski und weil jetzt der junge Mann auch gesagt hat, immer so die Politiker, weil diese Verallgemeinerung, das heißt also im Stadtrat irgendwie nur die CDU und SPD sitzen und es gibt keine andere Partei mehr. Das heißt, es gibt dann noch die Linke Liste, deren Fraktionsvorsitzender ich bin. Wir, die Linke Liste, haben von Anfang an, es gab vorher eine andere Initiative, die hieß BI Dunkelschlag. Wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen Erhalt dieser Stärke der Basis. Wir wollen keinen Autobahnausbau, wir wollen keinen 4, keinen 5, wir wollen keinen Autobahnausbau. Das unterscheidet uns von dieser Initiative. Weil die Initiative sagt ja, kommt ja dem der Autobahn GmbH entgegen und sagt, ja, wir könnten darüber sprechen. Wir sagen, kein Autobahnausbau. Vorhin hat der Kerstin gut formuliert. Das heißt, was hier in Oberhausen passiert, Lärmschutz, viele Aspekte. Wir dürfen nicht alleine nur Autobahnausbau sehen, wir haben noch mehrere. Wir haben Punkt Sächsische Stärke, was bebaut werden soll, was Erholungsgebiet ist. Mehrheit der Rates hat dafür gestimmt. Dass da jetzt Leitbild das heißt, Herr Plaski hat jetzt vorhin gesagt, keine Politik. Herr Plaski, vielleicht kennen Sie uns nicht oder vielleicht verfolgen Sie die Linke Liste nicht. Sie müssen die Linke Liste verfolgen oder auch lesen. Die Linke Liste in Richtung Ökologie ist die einzige Fraktion im Augenblick im Stadtrat, der Flächenversiegelung generell ablehnt, der mit Bürgerinitiativen zusammenarbeitet. Sei es jetzt Hessische Stärkarte, sei es Moment. Ja, nee, Moment. Es ist keine Wahlkampfveranstaltung. Ja, nein. Aber das muss man klar sehen. Weil wir haben jetzt vor kurzem diese Antrag. Da sollten wir Zeichen setzen, dass Oberhausen sagt irgendwie, wir wollen unsere Flächen nicht verkaufen. Das sollte ein Zeichen am Bund sein. Das wäre nur so ein Symbol. Nicht mal das.
Okay. Ja, nicht mal, ja, ja, aber das haben wir, diesen Antrag haben wir gestellt. Punkt, vorhin sagte der Herr Kersting, das heißt, die Stadt, warum die Kommune nicht einfach aufsteht und sagt, ey Leute, uns steht alles im Kragen, wir wollen jetzt mit diesen Schulden nicht leben. Das heißt, dass die Kommune selber oder auch die Stadt Oberhausen, hier sind die Menschen hier aus Schmachtendorf und die erwarten von uns Politik, die sagen, ey, warum macht ihr alles mit, warum steht ihr nicht auf? Wir sind Fraktion mit drei Personen. Ja, ganz klar. Ja. Wir haben es verstanden, dass Sie gegen jeglichen Ausbau des Autobahnkreuzes sind. Dankeschön. So, jetzt hier vorne noch. Und ich möchte noch mal erinnern, dass ja, Herr Schipmann, it's time. Ja. Ich glaube, viele hätten noch was zu sagen. Dankeschön, ich mache es auch kurz. Sie haben ja vorhin das Urteil angesprochen, was wir gestern im Fernsehen auch alle gesehen haben. So, da ging es darum, dass das Europäische Gericht für Menschenrechte geurteilt hat, dass die Schweiz mehr machen muss für den Klimaschutz, weil die älteren Senioren, die geklagt haben, die Senioren gesagt haben, durch die immer größere Hitze sind sie massiv beeinträchtigt und deshalb muss die Schweiz mehr tun für Klimaschutz, weil sonst ihre Menschenrechte verletzt sind. Und das Gericht hat ihnen Recht gegeben. Was wir momentan hier haben, im Stärkeren der Wald, hat zwei verschiedene Aspekte. Und da bitte ich Sie einfach, Herr Schatz, dass Sie das auch nochmal einfach als neuen Aspekt reinnehmen. Der erste Punkt ist, wenn die Autobahn ausgebaut wird, und das finde ich gut, dass Sie das gesagt haben, wird es nicht gut sein für den Klimaschutz, sondern wir werden mehr Emissionen haben. Das heißt, durch diese Maßnahmen reduzieren, überwinden wir nicht die Klimakrise, sondern wir verstärken sie. Der zweite Punkt ist, dass gerade in solchen Situationen, wo es immer heißer wird, für die Bevölkerung Maßnahmen da sein müssen. Das heißt Schatten von Bäumen, das heißt aber auch einfach Bereiche wie der Wald, wo es kühler ist, wo die Leute sich zurückziehen können. Was hier passieren würde, wäre, dass genau diese Flächen verkleinert werden. Das heißt, mit diesen zwei Maßnahmen machen Sie nicht das, was das Gericht gefordert hat. Tut mehr für den Klimaschutz, Sie machen weniger für den Klimaschutz, verstärken den Klimaschutz und Sie machen auch noch was sehr Schlechtes, was die Anpassung angeht. Und da muss ich auch sagen, das sind neue Aspekte. Und deshalb überlegen Sie mal, Sie haben ja gerade gesagt, Sie stehen über den Fraktionen. Reden Sie mit Ihrer eigenen Fraktion, dass sie beim nächsten Mal sowas zumindest wie ein Moratorium mitmacht. Das hat sie nämlich beim letzten Mal gemacht, nicht mitgemacht. Also überlegen Sie nochmal, das sind neue Aspekte. Es geht um die Menschenrechte der Bevölkerung. Das hat unser Gericht gesagt, das sollten Sie auch bedenken. Dankeschön. Ich würde jetzt, ich weiß, dass alle noch unbedingt was sagen wollen, gerade an den Thementischen. Ich würde jetzt trotzdem hier einen Cut machen. Ich glaube, es ist wirklich vieles, vieles angesprochen worden. Ich kann Ihnen sagen, von Veranstaltungen, die ich in den letzten zwei Jahren moderiert habe, es geht super oft beim Deutschen, beim Städtetag zum Beispiel, um Leben in der Stadt. Wie gehen wir mit der Hitze um? Es geht um Klima, es geht um Gesundheit. Also das Thema ist da. Und mit Ihrem Ausbau des Autobahnkreuzes und der Frage, wird der Wald erhalten, sind Sie da an ganz entscheidender Stelle, denke ich mir. Also ich fand es beeindruckend, wie kämpferisch viele waren heute Abend. Ich gebe jetzt Frau Szymanowski nochmal das Wort, um kurz noch was zum Bürgerantrag zu sagen. Und ich hoffe, keiner ist verärgert, aber irgendwann müssen wir leider auch ein Schlussstrich. Also, ich hoffe, dass die Frau Szymanowski noch mal ganz kurz auf ihr Wort verzichtet, weil wir hier noch eine Frage haben, die extrem wichtig für den Fortgang des Projektes ist. Ja, ich fasse mich auch kurz. Erstmal nochmal, Herr Korte, ganz herzlichen Dank an Sie, dass Sie heute hier sind. Sie wussten ja, Sie kommen so ein bisschen in die Höhle des Löwen, werden hier auf Ausbaugegner treffen und ich spreche ja regelmäßig als Heimatverein auch mit Ihrer Behörde und auch mit der Bezirksregierung und da kam dann die letzte Info, die Bezirksregierung Köln hat die Synopse der Autobahn GmbH erhalten. Die Synopse wurde im Laufe des Jahres 2023 gesichtet. Aufgrund der letztes Jahr aufgekommenen Fragen wartet die Bezirksregierung Köln auf Stellungnahmen seitens der Vorhabenträgerin. Will ich jetzt gar nicht im Detail wissen, welche das sind. Ich frage dann mal so abschließend, weil es, glaube ich, alle interessiert. Ist denn 2024 oder 2025 mit Baubeginn zu rechnen? 2024 haben wir ja schon. Also von daher, mit Baubeginn ist zu rechnen, wenn wir Baurecht haben. So, und da ich auch bei einem Planfeststellungsverfahren
zwar jetzt den aktuellen Stand benennen kann, ungefähr, wann mit einem Planfeststellungsbeschluss, den ja die Bezirksregierung Köln in dem Sinne dann letztendlich nach einem Erörterungstermin formuliert und dann letztendlich dann auch erstmal wieder zur Diskussion stellt, ins Gerichtsverfahren bringt. Und ob dann letztendlich ein Planfeststellungsverfahren beklagt wird und wann es letztendlich zur Entscheidung eines Gerichtes kommt, kann ich nie vorhersagen. Also Stand jetzt, wenn keiner klagt, und jetzt schaue ich mir in die große Runde und habe mir diese kämpferische Diskussion heute hier mitbekommen. Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, das wird nicht ohne Klagen ausgehen. Und von daher kann ich Ihnen nicht sagen, ob es 24, 25 zum Bau geht. Okay, aber jetzt Frau Schimmeres. Ja, vielen Dank, Frau Oster. Ich mache das jetzt mal hier im Sitzen und möchte noch zunächst mal mich bedanken für die richtig engagierte, tolle, lebhafte Diskussion. Und ich denke, es ist heute Abend wirklich auch deutlich geworden, dass es auch von der Bevölkerung her so viel, sag ich mal, Ideen und so viel auch Punkte gibt, die angesprochen werden müssen, die bisher nicht berücksichtigt wurden während der ganzen Planung, dass man tatsächlich nochmal dieses ganze Planverfahren nochmal neu bewerten muss, nochmal neu überprüfen muss und da vielleicht zu neuen Ergebnissen kommen sollte. Deswegen auch unser Bürgerantrag. Wir möchten nämlich gerne fordern, dass das Bundesverkehrsministerium die Autobahn GmbH des Bundes und die Bezirksregierung Köln als Planfeststellungsverfahren aufgefordert werden von der Stadt Oberhausen, das laufende Planfeststellungsverfahren Ausbau Autobahnkreuz Oberhausen auszusetzen, um eine neue Analyse der Verkehrssituation im Autobahnkreuz vornehmen zu können. Und Ziel dieser Überprüfung soll eine Gestaltung des Autobahnkreuzes sein, die dem Klimaschutz und der dringend erforderlichen Mobilitätswende gerecht wird, sowie Schaden von unserer Stadt durch Naturzerstörung im Sterkrader Wald und in den angrenzenden Grünflächen im Norden unserer Stadt abwendet. Dabei sollte die Kostenentwicklung, die Entwicklung der künstlichen Intelligenz und der Lärmschutz Beachtung finden. Soweit der eigentliche Beschlusstext, den wir vorschlagen. Begründungen haben wir dann auch noch gegeben. Die möchte ich jetzt nicht alle hier vortragen. Man kann sie auch gerne nachlesen. Sie liegen hinten am Infotisch. Nur ganz kurz, schlagwortartig. Erstes große Begründungsargument. Nicht mehr aktuelle Verkehrsprognosen und Verkehrsentwicklung liegen der aktuellen Planung zugrunde. Und es ist zudem ja auch heute Abend deutlich geworden, es kann auch nicht nur um Prognosen gehen, es muss auch um Zielorientierung gehen. Und bei der Zielorientierung, Marina Falke vom BUND hat das so schön gesagt, fand ich, ne? Zielorientierung muss auch Klimaschutz sein, muss tatsächlich sein, wir brauchen einen klimafreundlichen, klimagerechten gerechten Verkehr und daran muss sich die Planung orientieren. Deswegen auch das zweite Argument, Klimaschutz, Artenschutz muss eine viel größere Gewichtung bekommen. Dritter Punkt, die Entwicklung künstlicher Intelligenz im Verkehrssektor. Das schreitet voran, da gibt es inzwischen auch ganz neue Untersuchungen, Forschungen. Tobias Schipanski könnte da sicherlich jetzt noch eine Stunde lang zu referieren, ich weiß. Machen wir jetzt nicht, aber auch das ist ein ganz wichtiges Thema, was berücksichtigt werden müsste. Dann der Punkt Kostenentwicklung. Ich habe vorgestern in der Tagesschau gehört, die Bundesautobahn GmbH fordert 5,5 Milliarden für die nächsten 5 Jahre, um 400 Brücken zu sanieren. Wenn so viel Geld für Sanierungsmaßnahmen benötigt wird, wie kann dann überhaupt die Finanzierung hier eines Ausbaus möglich werden und wird es überhaupt für 275 Millionen möglich sein oder wird es nicht vielleicht eine 0,5 Milliarde am Ende kosten? Letzter Punkt noch, der Lärmschutz. Da treten wir als Bündnis ganz konsequent dafür ein, der Lärmschutz ist überfällig. Der muss kommen und zwar möglichst sofort, ja? Weil es ist Gesundheitsschutz. Und wir können da nur auch die Politiker bitten und auch Sie, Herr Schranz, dafür einzutreten, dass Lärmschutz ermöglicht wird, auch unabhängig von einem Ausbau des Autobahnkreuzes. Ja, soweit nochmal ganz kurz zu den Begründungszusammenhängen. Ganz viel dazu ist hier auch heute Abend diskutiert und gesagt worden. Und der Antrag liegt hinten am Infotisch.
Wir möchten gerne auch Erstunterzeichner haben, also nicht nur das Bündnis, sondern auch viele Einzelpersonen, um auch der Politik gegenüber zu dokumentieren, wie viele Menschen denn auch tatsächlich hinter diesem Bürgerantrag stehen. Deswegen, ne, bevor Sie nach Hause gehen, gerne nochmal überlegen, ob Sie uns dann nicht eine Unterschrift geben. Dankeschön. Okay. Ja. Andrea, ich möchte mich aus meiner Warte gerne erstmal bei dir bedanken und bevor du die Abmoderation machst, möchte ich noch ein persönliches Wort gerne loswerden. Ich habe mich bemüht, einfach nur Fragen und Meinungen einzusammeln und die so wiederzugeben. Sie haben schon gemerkt, mich berührt das Thema zu tief, das ist mir nicht ganz gelungen. Ich raste tatsächlich auch bei manchen Dingen aus. Ich freue mich aber wirklich, dass offensichtlich hier heute Abend so viele Leute gekommen sind, die sich Gedanken über das System Wald, über das System Natur machen und die da über ein rein wirtschaftliches Denken weit hinausgehen und auch sowas wie Empathie empfinden und vielleicht sogar etwas wie Demut vor einem System, das in einem Menschenalter, also nehmen wir mal an, ein Mensch wird 80, Bäume werden viel älter, aber dass in einem dem Menschenalter vergleichbaren Zeitraum so viel erreicht, sich so viel in unterschiedlichen Lebensformen gegenseitig unterstützt und dabei so wenig Schaden anrichtet, das sollten die Menschen erstmal schaffen. Und auch ich würde mich freuen, wenn möglichst viele diesen Antrag heute als Erstunterzeichner unterschreiben. Vielen Dank. Danke. Bitte. Ja, ich hatte ja eben schon mal kurz zum Schlusswort ausgeholt, dann wiederhole ich das. Also ganz herzlichen Dank, dass Sie heute Abend hier waren. Ich finde es auch sehr wichtig, dass wir sachlich miteinander diskutieren. Ich finde es ganz toll, dass Sie, Herr Schranz, gekommen sind, obwohl klar war, dass es auch ordentlich Kritik gibt natürlich. Ich finde es toll, Herr Korte, dass Sie da waren. Dankeschön. Herr Baum ist, glaube ich, ist er noch da? Danke. Auch Gegenmeinung werden gerne gehört, natürlich. Also, was soll ich sagen? Kämpfen Sie für den Erhalt Ihres Lebensumfeldes. Vielen Dank, dass Sie da waren. Und ich habe jetzt einfach das Mikro nochmal in die Hand genommen und möchte mich auch nochmal im Namen des Bündnisses sehr, sehr herzlich bedanken. Bei der Moderation von Andrea Oster. Vielen Dank, das war ganz super. Dankeschön. Und auch bei allen anderen Referenten, Herrn Professor Juchelke, Herrn Kersting, Dankeschön, Marina Falke, Herrn Korte und natürlich auch Oberbürgermeister Schranz für das Kommen. Und wir haben auch vom Bündnis ein kleines Mitnehmsel für Sie, damit Sie auch den Stärkerer Wald nicht so leicht vergessen und Schmachtendorf. Wir haben hier solche schönen Tassen mit Motiven von Schmachtendorf und wir haben hier Stärkiwichtel, die man auch gegen Spendenprobleme gerne kaufen kann bei uns. Und wir geben jetzt an die Referenten sozusagen mit, damit sie uns nicht vergessen. Dankeschön.